Hallo und herzlich willkommen zum BAFTcast Nummer 566. Es ist schon wieder 2 Wochen her, wie die Zeit verfliegt, meine Güte. Als wir das letzte Mal über WoW gesprochen haben hier im BAFTcast und ich habe euch damals vollmundig angekündigt, dass der Carsten kommt, um mit uns über WC Classic und WoW Classic zu reden. Und das ist auch der Fall, aber erst später. Weil wir beginnen heute damit, über Patch 9.1 zu sprechen, der mittlerweile auf dem PTR angekommen ist. Diverse Kollegen von uns, unter anderem der Seb, den wir jetzt hier mit herzlich begrüßen. Hi Seb. Hallo. Hat Unmengen an Stunden auf dem PTR verbracht und hat Quests reingespielt und dies und das und jenes und weiß der Geier, was alles gemacht. Das wird er uns gleich alles erzählen und erklären können, was er da so gemacht hat und was da so passiert ist. Und danach sprechen wir dann mit Carsten über all das, was in BC Classic und normalen Classic-Servern so vor sich geht. Da ist ja auch die Beta gestartet, soweit ich mich gerade recht entsinne. Ja, ja. Ja, ich habe vollkommen den Überblick verloren im Moment. Ich bin schon seit ein paar Wochen der TBC-Beta. Ja, stimmt. Ich komme nur so gerne durcheinander mit Beta und PTR und irgendwie, was weiß ich, zu Diablo gab es da noch technische Alpha und ach Gott, Multiplayer, Alpha. Kann man nicht einfach immer Testserver sagen? Das wäre viel einfacher. Ich glaube, ich führe das jetzt ein für mich, dass ich einfach alles Testserver nenne und gut ist. Okay. Aber ja, dann lass uns doch mal zu kommen. Der PTR, der Testserver zum Patch 9.1, ist pünktlich gestartet, so wie es Blizzard ursprünglich auch angekündigt hatte. Also wir müssen noch länger warten, es wird doch nochmal verschoben oder sowas. Und dann ging's los. Seb, du hast dich sofort am selben Vormittag gerade direkt auf den PTR gemacht und hast angefangen. Was gibt's denn Neues auf dem PTR? Ist alles schon da? Können wir Patch 9.1 spielen, Sylvanas umhauen und fertig? Oder? Also, ja, es gibt schon ein paar Sachen. Es gibt aber bei weitem noch nicht alles. Es gibt erstmal die Einführungsquest so in den Patch, dass du in Oribos dazu gebeten wirst, bei den jeweiligen NPCs anzutreten. Ich will jetzt nicht die Story zu sehr spoilern oder so. Auf jeden Fall geht es darum, wie man schon weiß, vorher aus den 9.1-Berichten, der Kerkermeister hat so eine komische Landmasse irgendwo hergezogen mit Ketten und die Ketten jetzt am Schlund. Und alles ist super schlimm, weil der Kerkermeister hat noch mehr Macht bekommen und wir müssen jetzt in den Schlund ziehen, also quasi den Kampf zum Kerkermeister bringen. Unsere erste Aufgabe ist erstmal, in ein gewisses Gebiet zu reisen. Sage ich jetzt nicht welches, und das von den Kerkermeister-Minions zu befreien. So die typischen Quest, füll den Balken, befreit. Das heißt, der Kerkermeister greift dann auch nochmal eins der Gebiete an. Da sind jede Menge Schlund Boys und Girls, die da attacken, ja. Ja, die ganze Anführungsquest dauert so eine Stunde, würde ich sagen, wenn du langsam bist. Oder mit ganz vielen Spielern zusammen, die dir alle Quest-Items wegnehmen. Was jetzt auf dem PTR nicht der Fall war bei mir, aber vielleicht auf dem Live-Server so sein wird, wer weiß. Ja, und dann, nachdem du dieses Szenario durchgespielt hast, bist du auch ziemlich schnell im neuen Gebiet vom Schlund. Du gehst zu Venari und die sagt, oh, der Schlund bewegt sich, verändert sich. Du machst so eine kleine Stealth-Mission mit Venari und schleichst dich dann nach Cortia. Das ist eine neue Landmasse, die im Südwesten vom Schlund ist. Das sind so 2 Mini-Inseln. Also bitte sag mir, bevor wir weitermachen, wir haben bei uns in der Gilde da lange drüber diskutiert. Cortia ist ja am Schlund mit Ketten befestigt. Bitte sag mir, dass man wie in Torghast über die Ketten da hochlaufen muss. Nee, leider nicht. Also du läufst so im Südwesten vom Bestienlabyrinth, läufst du einfach dahin. Da ist auch keine Brücke oder so. Das ist einfach da. Auf der Minimap ist es ein bisschen undeutlich angezeigt. Also es ist quasi nicht nur angekettet, sondern auch irgendwie direkt verschmolzen, angeflanscht. Ja, schon eher so. Du kannst zwar die Ketten nach Torghast hochlaufen, was super witzig ist. Also tatsächlich so 10 Minuten bist du am Laufen mit Mount da die Ketten hoch. Aber wirklich mit Ketten verbunden.
ist nur der hintere Teil von Cordia und es ist jetzt auch nicht so klein, wie es immer beschrieben wird derzeit. Es ist so nochmal das Bestienlabyrinth oder so, vielleicht ein bisschen weniger, aber Okay, ja gut, schon. klein im Verhältnis zu den anderen Gebieten ist das ja dann schon Ja. klein. Ja, gut, das ist erstmal, du schleichst dich da durch und so, wie gesagt, nach einer Stunde Szenario und dieser Schleichquest schaltest du dann auch frei, dass du mit deinen anderen Mounts auch im Schlund reiten kannst. Ja, also Und was, relativ zackig, schon kurz ja, nach Beginn. da gibt es auch einen Flugpunkt, fliegen kann man aber nicht im Schlund. Das soll jetzt, wenn wir sprechen, oder wenn der Podcast rauskommt, ist es vielleicht auf dem PTR, Sie haben gesagt, also nächste Woche, ist dann auch, wenn man diesen Quest-Hub in Cordia freischaltet, das Fliegen freigeschaltet. Also mit Fliegen Genau. meinst du jetzt nicht, dass wir im Schlund fliegen können, sondern dass wir den Flugmeister im Schlund benutzen können? Ja, nee, den Flugmeister gibt es auch schon und der Flugerfolg, dass du überall in den Schattenlanden fliegen kannst, außer Oribus und so, das ist dann auch darüber irgendwie freigeschaltet. Die Quest 3 gibt es aber noch nicht, deshalb kann ich da Ah, noch okay, nichts zu also sagen. aktuell kann man auf dem PTR noch nirgendwo fliegen. Nee, nee, aber es gibt jetzt halt diesen Flugpunkt. Du kannst von Venari zu Cordia fliegen, was ganz praktisch ist. Ja, das glaube ich, weil man kommt ja immer noch, wenn man runterspringt, immer noch bei Venari vorne an. Oder Genau. gibt's auch schon einen kürzeren Weg nach Cortia, was weiß ich, ein Portal in Oribos oder einen anderen Wasserfall, der nach Cortia führt oder so? Nee, aber theoretisch kannst du da deinen Ruhestein hinlegen. Ah, okay, das ist doch Theoretisch. schon mal keine schlechte Information. Das werden mit Ja. Sicherheit der ein oder andere machen, weil Cortia wird ja ab sofort unser Hauptgebiet sein, in dem wir viel Zeit verbringen werden. Da gibt es schätzungsweise, wirst du uns gleich erzählen, auch Ja. Weltquests, Daily Quests oder was machen wir da? Also man muss sagen, ist erstmal schön, dass sie es sehr schnell alles auf den PTR gebracht haben, aber viel konnten sie da noch nicht zeigen in Cordia. Also da gibt es 4 oder 5 Daily Quests, ganz normale, töte X Mobs, füll den Balken, kill einen Rare Mob, sowas. Da sind auch die meisten Mobs und so, aber das Gebiet ist ansonsten noch ziemlich leer. Ja, da gibt es einen Händler, der verkauft dir 3 Mounts für Ruf. Dann gibt es diesen ominösen Händler, der dir das schlundberührte Zeug verkauft. So eine neue Art Rüstungsmechanik, die man auch noch nicht kennt. Ansonsten ist da noch nicht viel zu tun auf Cortina. Okay, also die meisten oder viele der Inhalte von dem, was wir dann da machen werden, sind quasi einfach noch nicht implementiert aktuell. Ja, also es wirkt so, als wenn es erstmal nach und nach alles aufgebaut wird, also da gibt es auch noch keine Schätze oder so. Es gibt eine längere Questreihe, die ich jetzt auch nicht spoilern will, die ziemlich wichtig für die Story ist, die man auch so in einer halben Stunde bis Stunde durchspielen muss. Ja, also Ruf gibt es da, aber nur für 3 Mounts. Ein Rüstungshändler gibt es da, aber keine Ressource oder noch keine ausgebaute Mechanik dafür. Und halt, ja, so ein Drittel, 30% vom Schlundmeergebiet, so, ne? Okay, ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nicht das ist, was nachher live gehen wird. Die Frage, die sich mir jetzt tatsächlich aber ein bisschen stellt, ist, und du hast es ja, bist ja da durchgelaufen, hast es gespielt, vielleicht kannst du da eine Einschätzung zu abgeben. Diese Sachen, die jetzt noch implementiert werden, werden die in der P im PTR implementiert und wir kriegen dann nachher auf dem Live-Server direkt das volle Cordia, das volle Programm, oder wirkt das tatsächlich mehr so, als hätte Blizzard jetzt die fehlenden Inhalte quasi rausgelassen, um nachher auf dem Live-Server auch so in Wellen weitere Inhalte zu implementieren, wie wir es zum Beispiel auf den verheerten Inseln, verheerte Küste in Legion, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es hieß, so in dem Stile nach und nach dann reinzubringen, über die Wochen verteilt. Könnte beides sein. Also erstmal haben sie es einfach reingeschmissen, damit wir sehen, okay, da passiert was und dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass es vielleicht erst im August oder so kommt, der Patch. Auf der anderen Seite könnte ich mir beides vorstellen, dass da so Sachen getimegated sind. Und zwar hast du diese
Cordia sind so zwei Halbinseln. Auf die eine Insel kommst du, nachdem du ein bisschen gequestet hast. Da ist aber auch noch nicht viel. Und dahinter siehst du noch, da sind so Sachen, da werkelt man wahrscheinlich gerade dran. Da könnte noch ein Gebiet entstehen. Also könnte auch sein, dass wir so Timegating-mäßig noch ein paar Teile mehr freischalten darüber. Okay, klingt ja durchaus interessant. Das heißt, also der hintere Teil ist irgendwie die, wie heißt, Insel der Geheimnisse oder so auf Deutsch. Aber da Okay. ist halt nichts. Da kämpfen ein paar Minions und da ist so eine halb kaputter riesiger Torbogen oder so. Ne? Also ja. Gut, da werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen, um zu gucken, was da noch so alles kommt. Also Cortia, noch nicht so besonders viel Inhalt für uns. Nee, Was, ja? da müssen wir wirklich die nächsten Wochen abwarten. Aber was man noch dazu sagen kann, ein bisschen vom Schlund wird auch überarbeitet. Zum Beispiel gibt es im Bestienlabyrinth im Norden gibt's ein Gebiet, das wird überarbeitet. Da ist auch der Raid-Eingang. Da gibt es aber auch noch nichts außer neue Mobs. Und dann gibt es noch die Übergriffe, so ähnlich wie in BFA oder Legion. Da kommen dann die Pakte, also Venture, Necrolords und so weiter, haben da so eine 2-3-Tages-Rotation, in der sie angreifen. Und da hast du auch so 4-5 Quests. So 4 Quests erledige das mal und dann so eine finale Quest. Dann kriegst du auch noch so eine Beuteschatzkiste. Da gibt es auch noch mal Mounts drauf und so draus. Und die sind dann wirklich im Schlund aktiv und dann verändert sich der Schlund alle 2-3 Tage. Also zum Beispiel die Necrolords greifen dann die Verdammnisfestung an. Und dann wird die Verdammnisfestung wirklich komplett attackiert von den Necrolords und wir hauen die ganzen Schlundümmels da um. Und die Necrolords. Nein, ich bin Kyrianer, ich muss Necrolords verhauen, wenn ich sie Nee, sehe. nee, Die wir sind jetzt haben alle uns auf einer angegriffen. Seite. Das gehört halt auch nochmal Ah. so dazu, wir bringen jetzt den Kampf zum Jailer so, ne? Ja gut, das ist ja so das Hauptthema, unter dem der Genau. Patch quasi steht. Okay, gut. Was auch schon da ist, aber auch natürlich noch nicht voll ist, sondern erst zu 2/10 gefüllt ist, der neue Raid, Sanktum der Herrschaft, ist quasi schon da. Da gab es letzte Woche Freitag die ersten Raid-Tests. Unter anderem durften wir den Einstiegsboss Taragru spielen und den zweiten, den Wächter der Ersten, meine ich, hieß er auf Deutsch. Der siebte Boss, glaube ich, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber einer der hinteren Bosse ist. Die Raid-Tests waren natürlich freitags nachts, deshalb hat wahrscheinlich die allerwenigsten von uns da mitgespielt. Aber Seb, du hast die beiden Bosse gesehen, oder? Ich habe kurz reingeschaut. Ja, wie du sagst, die Raid-Tests sind immer nachts. Also, Ja, 1 Uhr das, nachts, glaube ich, bei uns. das Lustigste fand ich beim Taragru, dass man tatsächlich kurz Anima-Boni bekommt, die einem dann am Ende des Kampfes wieder weggenommen werden. Ja, großartig, oder? Haben wir nicht schon ungefähr 100 Mal hier im Buffcast drüber gesprochen, wie geil es wäre, wenn man die Anima-Bonis im Raid kriegen würde? Und natürlich, wie immer, haben die Entwickler bei Blizzard, die ja unserem Buffcast abonniert haben, bekanntermaßen, auf uns gehört und geben uns Anima-Boni. Genau, die haben sich wahrscheinlich dasselbe gedacht. Wäre einfach super cool, wenn es das gäbe. Dazu muss man jetzt vielleicht sagen, bevor die ersten ausflippen und drüber diskutieren. Also vor dem ersten Boss stehen 4 besondere Mobs, die man umhauen kann, die genau wie in Torghast einem dann so eine Anima-Kugel geben, woraus man sich dann 4 Boni insgesamt zusammenstückeln darf. Dabei gibt es aber sehr, sehr viel geringere Auswahl als in Torghast. Also es gibt, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, und ich habe viel darüber geguckt und getan, es gibt keine klassenspezifischen Boni, also so diese ganz berühmten, was weiß ich hier, keine Ahnung, mein Feuerschlag kickt den Gegner in die Luft oder irgendwie sowas. Sowas gibt es nicht, sondern es sind eher die allgemeineren Boni, wie zum Beispiel, du nimmst weniger Flächenschaden, du kriegst mehr Primärwert und kannst dafür nicht mehr springen und 12% mehr Meisterschaft oder soll die diese Art von Boni. Und die gelten natürlich nur für den ersten Boss für Taragru. Und auch da tatsächlich nur die ersten 90% des Kampfes. Also nicht, dass jetzt einer denkt, um Gottes Willen, welche Boni brauche ich dann für den Raid und wie großartig oder wie ätzend wird das denn ein ganzer Raid mit Anima-Boni? Es ist nur ein Boss. Es war schon sehr lustig, aber ich weiß nicht, ob sie die Bossräume noch ändern, aber so optisch sah es jetzt nicht so krass aus. Ne, war ein bisschen detailarm, ne? Das war, glaube ich, auch
Ja, genauso wie mit den Quartier-Inhalten, dass sie es halt erstmal rausgebracht haben, um die Community so ein bisschen zu beruhigen. Ja, ich muss jetzt auch sagen, ich habe da auch ehrlich gesagt kein Problem damit. Die Raid-Tests werden ja noch ein paar Wochen dauern, die den Boss jetzt schon getestet haben und im Hintergrund halt noch irgendeiner den Raum schön macht, in dem wir kämpfen. Ja, so what? Das muss ja Ja. jetzt auch nicht fertig sein, um den Boss zu testen. Ja, aber man sollte jetzt keine Quantensprünge erwarten, dass da jetzt Nee. jede Woche irgendwie zwei Bo neue Bosse getestet werden. Oh, das glaube ich ehrlich gesagt Also. schon. Ja, gut, es Es wären wären dann dann insgesamt 5 Wochen, immer noch ne? 5 Wochen, ja. Könnte schon Wobei man muss hinkommen. natürlich sagen, vielleicht, und ich kann es mir durchaus vorstellen, dass wir mal wieder den letzten Boss nicht testen werden, weil der ja auch storytechnisch durchaus Relevanz hat. Ja, Ähm, vor allem nicht aber auf um, mythisch wahrscheinlich. ja, aber um nochmal einmal auf die Anima Boni zurückzukommen, die sind halt auch in den Kampf integriert, um es mal so zu sagen. Es gibt Flächen, die müssen gesoakt werden, es gibt Strahlen, in die sich der ein oder andere Spieler reinstellen muss. Das bedeutet, da sind dann kann man dann schön vorher Spieler einteilen, ey, du hast den Buff hier, du hast den Anima Boni 90% weniger Flächenschaden, du soakst das hier weg und so in dem Stile. Das ist ziemlich cool, Ja, wobei man da natürlich noch abwarten muss, ob sich das noch ändert. Also das war jetzt der erste Test mit diesen Anima Boni. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie da noch hin und her drehen und den Boni rausnehmen, den Boni reinnehmen, den Boni verstärken. Vielleicht gibt es tatsächlich dann doch auch noch mal irgendwie für klassenspezifische Boni oder zumindest mal diese ne, paktspezifischen Boni, die es in Torghast ja auch gibt. ne? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie da noch eine ganze Menge dran rumdrehen. Ja, der andere Boss, der getestet wurde, der Wächter der Ersten, war es also der typische DPS-Check. Irgendwie drei langweilige Mechaniken. Und Super viel massiv. HP, kann das sein? Ja. In der Tat. Ja, es ist Standard DPS-Check. Der Boss hat eine Energieleiste, die geht immer weiter runter. Wenn die auf Null ist, dann macht er fast tödlichen Flächenschaden, der immer stärker wird. Und es stehen drei Splitter rum, mit denen man seine Energie wieder aufladen kann. Und danach ist halt Feierabend. Da war jetzt, sah so ein bisschen aus wie der eine Torghast-Boss, dieser Stein, der laufende Stein. Aber ansonsten wenig spannend. Aber es gibt noch eine Sache, die für den Raid durchaus Relevanz haben könnte. Und zwar ist das jetzt schon ein paar Tage länger her. Es scheint so, als würden die Bonus-Rolls im kommenden Raid ihr Comeback feiern. Hast du das auch mitgekriegt, Seb? Ja, in den Spielerteilen wurde irgendwas gefunden, aber so mehr weiß man dazu noch nicht, oder? Nee, genau, besonders viel mehr weiß man nicht. Es wurden auch keine Dateien oder sonst was gefunden. Es wurden sogenannte Strings, also quasi Programmierzeilen, nenne ich es jetzt mal, sehr, sehr laienhaft runtergebrochen gefunden, die sich dann nennen Loot Item Bonus Roll Self, Loot Item Bonus Roll Self Multiple, mit der Beschreibung You Receive Bonus Loot Doppelpunkt irgendwas. Ja, Was gut. halt eigentlich. Ja, der String für Bonus-Rolls ist und es ist nicht der für die alten, die schon existieren, weil die sind halt zusätzlich jetzt noch mit da drin. Das bedeutet, es spricht dafür, dass die Entwickler zumindest mal die Idee haben, uns schon mal im Hintergrund vorbereiten, wieder Bonus-Rolls einzuführen. Das sagt jetzt nicht, dass sie die Entscheidung getroffen haben, wir führen die Bonus-Rolls wieder ein oder wir bringen sie wieder zurück, sondern aber zumindest mal, dass man sich damit beschäftigt. Ja, ich meine, das Thema der Erweiterung ist ja, es gibt zu wenig Loot. Und also Ja, das was ist. könnte da besser helfen als zweimal Anima pro Woche mehr? Genau. Naja, und jetzt, damit man nicht komplett vom Kurs abweicht, sagt man halt, okay, wir führen jetzt dieses Tier, führen wir wieder Bonus Rolls ein, würde ich okay finden. Also. Ja, ich fände es tatsächlich auch nicht schlecht, wenn dieser Bonus-Roll ein bisschen mehr Relevanz hätte, als er früher hat, dass man zum Beispiel sagt, okay, man hatte ja zwischenzeitlich den Loot mal ein bisschen hochgeschraubt im Raid, dass man sagt, okay, wir schrauben ihn wieder runter auf, was weiß ich, zwei Items pro 10 Leute, pro 15 Leute oder sowas und geben dafür den Bonus-Rolls einfach eine Chance von, weiß ich nicht, 100%, 50%. 100%. Ja, dass Immer man, was kriegst. dass im Prinzip, du kannst einen pro Woche dir vielleicht erspielen, nicht drei wie früher oder sowas. Okay. Und da, wo du ihn einsetzt, kriegst du zu 100% Loot. Wenn du Pech hast, halt das falsche Item, wenn du Glück hast, das richtige Item.
mein bisschen RNG ist ja dann auch immer noch drin und wird auch immer drin bleiben. Aber so in dem Sinne fände ich das durchaus nicht schlecht, weil wie oft ist es denn der Fall, dass man halt sagt, ah, ich brauche von dem Kackboss brauche ich jetzt noch dieses und jenes Item und dann würde mir das auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Ja, Bonus Worlds wünsche ich mir auch manchmal zurück, auf jeden Fall. Die man natürlich kauft für 5000 Anima pro Woche. Sie haben übrigens auf uns gehört, ne, und haben jetzt mehr Anima reingebracht, ne? Stimmt, genau, das kam auch. Gekoppelt an dem Ausbau des eigenen Paktsanktums, oder? Ja, genau. Wie jetzt aber sich rausgestellt hat, also alles über Stufe 1 aufwerten, lohnt sich gar nicht, diese Boni mitzunehmen bei Stufe 2 und 3, außer du bist voll der Hardcore-Anima-Farmer, dann lohnt sich's vielleicht bis zum Ende des Contents so. Ja gut, es lohnt sich nicht, wenn man jetzt sagt, ich will so schnell wie möglich 100.000 Anima auf der Tasche haben, dann lohnt sich's nicht, das auszubauen, um mehr zu bekommen. Aber ich sag mal, die meisten von uns bauen ihr Sanktum ja aus anderen Gründen auf. Also, es ist schon mal ganz nett und es ist vor allem gut für halt die Leute, die sich wirklich jedes Transmog-Rüstungsteil und jedes Mount von jedem Pakt holen wollen, alles ausbauen wollen. Die haben es jetzt leichter. Und ich hab's leichter, meine 1000 Anima zu sammeln. Ich habe dann auch erstmal noch ein bisschen was ausgebaut mit dem Anima, was ich noch hatte, damit ich mehr Anima kriege. Das hat jeder gemacht. Also an dem Tag, wo das live ging, ist bei jedem irgendwann der Erfolg dann aufgeploppt. Da hast du erstmal gesehen, wie wenig Leute sich eigentlich dafür interessieren, ihr Sanktum irgendwie komplett auszubauen, weil die meisten Feature interessieren eh nicht oder kosten viel zu viel Anima. Oder so. Ja gut, es gab ja wahrscheinlich auch, gibt es viele Spieler, die mal mindestens eins der Features halt ignorieren. Genau. Die das nicht, also was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie Magier bist und portest dich die ganze Zeit hin und her oder machst keinen Content in der freien Welt, dann brauchst du das Schnellreisesystem nicht. Ja. Andere haben halt keinen Bock auf irgendwie Teeparty bei den Ventür oder Garten bei den Nightfee. Wieder andere sagen, ey, ich gehe sowieso keine Weltquest machen, warum soll ich den Animaleiter deswegen ausbauen oder sowas? Oder dieser blöde Missionstisch kann mir gestohlen bleiben, ich benutze den nicht, warum soll ich dann da 50.000, 15.000 Anima reinstecken, damit sich meine Champions schneller heilen, die sowieso nie auf eine Mission geschickt werden. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass dann einige Sachen nicht ausgebaut waren. Ja, was gab es denn noch Neues? Es wurde in den Spiele-Dateien nicht gefunden, aber es wurde angekündigt, dass mit Patch 9.1 Blizzard offensichtlich Raider.io kopiert und ein internes Bewertungssystem für Mythic Plus Dungeons einführt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, und ich kann es gleich gerne nochmal nachgucken, wurde das veröffentlicht von dem Betreiber von Raider.io, dass sich Blizzard bei ihnen gemeldet hat und mit ihnen zusammen irgendwie daran arbeiten oder werkeln will, an einem solchen System. Bevor wir da etwas tiefer reingehen, positiv oder negativ, dass man dann für jeden ersichtlich im Spiel irgendwie eine Art der Wertung für Mythic Plus Content hat? Also erstmal, ich bin eher einer, der hasst Raider.io wie die Pest. Also dieser Score, an dem halt gewertet wird, wie gut du bist. Ne? Also, keine Ahnung, wenn du nicht gerade die geile Mythic Plus Klasse spielst, wirst du halt an deinem Score alleine gewertet, dann ist egal, wie gut du bist, wie viele Raid-Bosse du tot hast, wie gut dein Gear ist und etc. Ne? Auf der anderen Seite lösen sie damit ein Problem, und zwar jetzt durch dieses eigene Ranking-System können sie jetzt einführen, dass du zum Beispiel mehr Mythic Plus Belohnung kommst, was sie vorher nicht im Spiel hatten und immer machen wollten, eigentlich seitdem es Mythic Plus gibt. Also das, wo sie quasi so ein bisschen nachgeholfen haben, mit dem wir führen einen Erfolg ein für 10er und 15er, dass du dann höher aufwerten kannst, dass du jetzt dann quasi solche Mechaniken an den Score knüpfen kannst, oder wie meinst du das? Genau, also bisher kriegst du ja nur einen Mount, also es ist die einzige Belohnung. Und sie haben schon immer gesagt, dass sie einfach mehr Belohnung einführen wollen. Und jetzt, wenn du ein Ranking-System hast, wie im PvP, dann kannst du sagen, okay, ich nenne es jetzt mal Blizzard.io-Score, 1300 oder so gibt es ein Pet. Und ab 1400 gibt es Transmog. Und ab 1500 gibt es noch ein Mount oder so. Also du kannst jetzt irgendwie
genau, 20 Belohnungen in so ein Ranking-System ballern, was du vorher halt irgendwie nicht konntest, weil es nicht gab. Und Okay. Blizzard hat halt auch gesehen, so wie damals beim Gearscore-Add-on, gibt es jetzt halt die Gegenstandsstufe in WoW. Also die haben das halt übernommen, weil sie gesehen haben, okay, das benutzen so viele in der Community. Wir wollen jetzt nicht, dass die dauernd auf irgendwie Drittseiten zugreifen, dann machen wir es selber im Spiel so. Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube auch, dass das auch eine Chance sein kann, weil der Raider.io-Score wird ja, oder beziehungsweise es gibt einige Sachen am Raider.io-Score, die mich persönlich unglaublich nerven. Dass zum Beispiel dieser Score in keiner Weise berücksichtigt, wie viele Dungeons man abgebrochen hat. Weil der Raider.io-Score basiert ja nur auf dem höchsten und man sieht, wie viele hohe Dungeons abgeschlossen worden sind und keine Ahnung was. Und je höher die Stufe wird, auf der man unterwegs ist, desto öfter kommt es vor, dass nach dem ersten Wipe bei der ersten Trashgrube oder beim ersten Boss halt irgendeiner geht, weil er sieht, ah, der wird nicht in Time, das wird keine gute Zeit, das versaut mir meine Statistik, tschüss. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass abgebrochene Dungeons, soweit ich weiß, einfach nicht übers Arsenal oder sonst wie getrackt werden können. Was bedeutet, dass der Raider.io-Score da überhaupt keinen Zugriff drauf hat und das nicht implementieren kann. Blizzard seinerseits könnte sowas implementieren, könnte dann irgendwie an den Score, was weiß ich, mit verschiedenen Farben oder keine Ahnung, Warnung angeben, so und so viele Dungeons vorzeitig abgebrochen oder keine Ahnung. Hätte natürlich wie jedes Feature und wie jede Änderung nicht nur positive, sondern auch negative Sachen, weil ich sehe schon die ersten, die dann schreien, ah, jetzt hatte ich hier ein DC und bin aus der Gruppe geworfen worden oder wir hatten DC und konnten den Dungeon nicht abschließen oder wie auch immer. Ja, das ist durchaus ein valides Argument und das müsste man auch gut eruieren, wie man sowas einbaut. Aber Blizzard kann diesen Score halt mit mehr Daten füttern, als es Raider.io kann. Auf der anderen Seite könnte ich mir als Negativpunkt halt auch vorstellen, dass dieses ganze Prinzip Raider.io-Score damit noch ein bisschen dramatisiert wird, weil es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Spieler und gerade so die breite Masse, die diese Add-ons nicht benutzt. Meinst du, es wird sich dann erst recht etablieren, dass Leute am Score gemessen werden? Ja, denke ich schon. Weil Ja, kann jetzt gibt es ja passieren. sehr viele Spieler, die das Add-on nicht installiert haben, die da drauf, ich sag mal, einen feuchten Furz geben. Wenn das aber dann implementiert ist im Original-Interface, dann kriegst du es ja immer auf die Nase gebunden quasi. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich dieser Score-Fokus noch weiter durch die Spielerschaft nach unten durchzieht. Ja, kann passieren. Aber da müssen wir erstmal abwarten, ob das mit 9.1 tatsächlich schon kommt und in welcher Form das kommt oder ob sie vielleicht auch sagen, ja, okay, Reaktionen sind zu negativ, vielleicht lassen wir es doch lieber oder wie auch immer. Nichts Genaues weiß man bis jetzt. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zum PTR und zu Cortia. In Cortia ist ja auch Tazavesh beheimatet. Der Mega-Dungeon. Ist der denn schon dort beheimatet? Nee, die Bilder, die es bisher gibt, stammen entweder von Data Mining oder von Leuten, die sich dahin gebackt haben auf dem PTR. Und auf dem PTR ist es derzeit so, das wird auf dem Live-Server nicht so sein. Du musst dich irgendwie vom Adenwald nach Westen über die Map katapultieren und dann kommst du da raus bei Tazavesh. Ah, Bei so alles einem klar. leeren, aufgebauten, schon aufgebauten, aber noch ohne Trash-Mobs und so Dungeon. Aber die Gebiete sind doch gar nicht miteinander verbunden. Wie kann denn das funktionieren? Ja, das ist halt so die Testumgebung da. Keine Ahnung, warum das da ist. Ja, man konnte es schon sehen. Also Mega Dungeon, Mega hält, was es verspricht. Also es ist ziemlich groß. Es ist halt so dieser Mittlermarkt. Aber ja, man muss warten, bis da mal Mobs drin sind und so, ne? Okay. Und was man überhaupt machen kann. Also ist auf jeden Fall, ist quasi schon implementiert, aber noch leer, noch keine Bosse drin, noch keine Mobs drin und eigentlich noch nicht zugänglich. Ich denke mal, wir können es in den nächsten Wochen mal testen, ja. Also es sieht schon sehr hübsch aus, so. Ja. Aber wie gut es dann wird, mal gucken. Du.
Gut, das ist ja wieder so, wie es Blizzard in den vergangenen Jahren immer bei Beta-Servern, Test-Servern, PTR-Servern gemacht hat. Man macht halt erstmal die ersten Schritte, die man in diesem Patch gehen wird, werden implementiert, werden ausgiebig getestet. Wenn damit genug Leute durch sind, werden die nächsten Schritte implementiert. Also dann wahrscheinlich im nächsten Schritt der zweite Teil von Cortia bzw. Tajavesh mit rein. Und die Raids laufen natürlich immer so ein bisschen nebenher, weil die von einem anderen Team bearbeitet werden und da ja auch dann die einfach nebenher getestet werden können, weil man ja keine Attunement-Quests oder irgendwie sowas hat, sondern prinzipiell mit Premade Chars da reingeportet wird. Ja, ich denke, das wird so contentmäßig so wie so ein Karazhan-Dungeon ungefähr. Ja, sah auf jeden Fall, als ich mir die Bilder angeguckt habe, ist jetzt nicht mein Geschmack tatsächlich. Ich finde ihn nicht besonders hübsch. Aber objektiv ist es gut gemacht auf jeden Fall. Am meisten hat es mich erinnert, ich gucke gerade mal, aus den Legion Dungeon, Hof der Sterne. So. Ja, tatsächlich von der Bauart, von der Offenheit her auch. Ja, oder halt wie irgendwie noch ein weiteres Geschoss von Oribos. Ja, oder der Keller von Oribos. Ja. Wahrscheinlich ist Tajavesh eigentlich in Oribos irgendwo im Keller. Der Keller. Oder es war mal da und wurde daraus geklaut. Hm. Ja, mit Patch 9.1 soll auch kommen, und da wirst du uns auch gleich sagen können, ob das schon auf dem PTR sein könnte. Blizzard führt erneut skalierendes PvP-Item-Level ein. Wir hatten ja in der Vergangenheit öfter mal darüber gesprochen, dass Blizzard gerne möchte, dass der Content, dass der Loot aus einem Content für den jeweiligen Content auch der beste Loot ist. Dass man als Raider nicht gezwungen ist, Dungeons zu machen oder PvP zu machen, dass man als PvPler im PvP den besten PvP-Loot kriegt und so weiter und so fort. Und der erste Schritt dazu ist jetzt scheinbar gemacht mit skalierendem PvP-Loot. Seb, erklär uns doch mal, was das ist, wie es funktioniert. Ich habe noch nicht geguckt, ob es das auf dem PTR gibt, aber einfach gesagt, es ist halt, du hast PvP-Gear, das ist im PvP zum Beispiel Item Level 220. Sobald du dich damit in Dungeon begibst, ist es, sagen wir, 213er Item-Level. Also wird runtergestuft, sodass du halt im PvP gutes Gear hast, aber das nicht automatisch auch im PvE das Beste ist. Und das ist halt so die einfachste Lösung, die man damit gefunden hat erstmal. Ne? Genau, ist ja prinzipiell auch ungefähr die Lösung, die wir auch mehrfach vorgeschlagen haben. Also abgesehen von zusätzlichen Spezialeffekten oder weiß der Geier was. Genau, ja, so war es ja auch früher in WoD, haben sie es, glaube ich, eingeführt mit der Skalierung, ne? Dass das PvP-Gear im PvP halt höher skaliert hat. Ja, das ist halt auch die einfachste Lösung. So. Das bedeutet jetzt prinzipiell, wenn ich PvP auf hohem Niveau spielen will, ist mein bestes Gear, was ich fürs PvP tragen kann, bekomme ich aus dem PvP. Ich kann mit diesem Gear aber auch anderen Content spielen. Aber, und wenn wir das jetzt mal weiterführen, und ich gehe davon aus, dass Blizzard das tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen weiterführen möchte, mein bestes PvP-Gear ist nur im PvP das beste Gear. Gehe ich damit in ein Dungeon, ist das Dungeon-Gear das beste Gear, was ich tragen kann. Gehe ich in ein Raid, ist das Raid-Gear das beste Gear, was ich tragen kann. Mhm. Was ja prinzipiell wahrscheinlich für nahezu jeden Spieler oder für die meisten Spieler sehr positiv sein dürfte. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Spieler, der zum Beispiel alles drei mit seinem Charakter spielt und jetzt ein bisschen genervt ist, weil er sich im Prinzip drei Gearsets zusammenbasteln muss, was vielleicht gerade hinsichtlich der Splittung, wir dann irgendwann mal so eine bekommen zwischen Raid und Dungeon, problematisch werden könnten, weil man sich dann zum Beispiel bei der wöchentlichen Schatzkiste irgendwie gegebenenfalls entscheiden muss, okay, nehme ich jetzt hier dieses super tolle Dungeon-Item oder das super tolle Raid-Item oder ich will aber beide. Mhm. Ja, auf jeden Fall macht es das auch fairer für PvE-Leute, weil, also wenn du jetzt ein bisschen gut warst im PvP, konntest du dich halt super schnell und vor allem auch gezielt ausrüsten, also kannst gezielt sagen, welches Item du haben möchtest und hast noch ein super Item aus der Schatzkammer bekommen und hattest dann irgendwie, du konntest in der ersten Hero-Woche von Schloss Natria konntest du eine 233er Waffe als Gladiator haben. Eine 233er Waffe kriegst du nicht mal heute oder haben nicht mal Mythic Raider heute so, ne? Mhm. Und wenn du irgendwie 1800 warst, konntest du dich schon komplett mit so
was ist, glaube ich, 220er Gear ausrüsten oder so, wo halt so der durchschnittliche Hero Raider irgendwie auch eine Ewigkeit für braucht. Also damit ist es dann halt auch fairer gestaltet und die PvP-Leute bleiben trotzdem in ihrem Bereich konkurrenzfähig. Und Gladiator Gear wird wahrscheinlich immer noch besser sein als normales Mythic Dungeon Gear. Also da wird man dann halt auch PvE trotzdem stark sein. Genau, aber das beste PvP-Gear ist dann nicht auf einem Niveau mit dem besten Raid-Gear, sage ich jetzt mal. Was zumindest mal PvP schon mal aus dieser Gleichung dann mehr oder weniger rausnimmt, bleibt dann noch übrig die Verbindung zwischen Dungeon und Raid, die soweit erstmal im Spiel bleibt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das beste Raid-Gear im Dungeon droppt, das beste Dungeon-Gear im Raid droppt. Aber auch da sehen wir noch, ob sich vielleicht irgendwas... Vielleicht mit Tazavish. Ja, vielleicht mit Tazavish. Oder schon mit Splittern der Herrschaft. Seb, Splitter der Herrschaft. Die neuen Raid-Sockel. Ja, musst du mir mal... Das ist dieses, was man auf Cortia kauft, dieses Gear. Oder da musst du mir mal auf die Sprünge helfen, weil dieses schlundgebundene Gear gibt es auf Cortia und kommen da diese Sockel rein? Oder... Ja, genau, so richtig habe ich das auch noch nicht verstanden und so richtig ist es tatsächlich auch noch nicht alles implementiert. Man muss sich da sehr viel noch zusammenreimen, wie das funktionieren könnte. Deshalb wollen wir das jetzt hier mal tatsächlich nicht irgendwie ins Detail ausführen, weil alles, was wir jetzt sagen, könnte ganz anders gemeint sein. Aber es wird spezielle Steine geben, spezielle Rüstungs-Items geben, die mit Spezialeffekten dann ausgestattet sind. Im Moment gibt es, soweit ich es im Überblick gesehen hatte, nur einen speziellen Stein, einen für Heiler, einen für Nahkämpfer, einen für Tanks. Und man kann auch immer nur einen gleichzeitig benutzen, die dann auf verschiedenen Rängen auch noch verschiedene Effekte oder stärkere Effekte bekommen. Wie genau das nachher funktionieren wird, steht meines Wissens nach noch überhaupt nicht fest. Man hat die Sachen halt beim Data Mining quasi gefunden. Genau, also was ich dazu sagen kann, ist, da gibt es diesen Händler auf Cortia, der verkauft drei verschiedene Rüstungsslot-Dinger. Also irgendwie einmal für, sagen wir mal, Armschiene, Handschuhe, Gürtel, Hose und dann ein zweites Set mit Kopf, Schultern, Brust und dann noch ein drittes Set mit Waffen oder so. Aber für eine Ressource, wo man noch nicht weiß, wo man die herbekommt und wie viel das kostet und wie viele Ressourcen du kriegst und was das für eine Rüstungsart ist und so. Aber scheinbar ist es so wie Bentic Gear, nehme ich mal an, die aus Nashatar mit besonderen Effekten und scheinbar dann auch mit diesen Sockelplätzen, wo du diese besonderen Sockelsteine reinmachen kannst, die besonders, gute Effekte haben, so, ne? Genau, es klingt jetzt zumindest so ein bisschen in die Richtung, beziehungsweise viele spekulieren, dass du dann diese Rüstungssets kaufen kannst und kannst die außerhalb vom Raid benutzen und kriegst dadurch zusätzliche Boni, so ein bisschen wie Tierset-Boni. Und innerhalb des Raids sind dann diese besonderen Steine, die dir zusätzliche Attributsboni im Raid nochmal gewähren. Aber auch da steht meines Wissens nach noch überhaupt nicht fest, wo man die kriegt, wie man die kriegt, was für eine Art von Boni die geben. Der ausgegrabene Tooltip sagt was von plus 10 Stärke oder Int oder wie auch immer. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig. Das könnte jetzt auch tatsächlich einfach ein zusätzlicher Sockel sein, den du im Raid bekommst, der überall gilt. Aber es deutet ein bisschen darauf hin, dass Blizzard mit verschiedenen Systemen versucht, nochmal diese Aufsplittung zwischen der heiligen Dreifaltigkeit von, ich sag mal, Dungeon, Raid und PvP vielleicht nochmal irgendwie voranzutreiben. Also wie gesagt, alles, was wir jetzt gesagt haben, mit Vorsicht zu genießen, weil die meisten Sachen davon sind gedatamined worden und es gibt noch keine Zusammenhänge wirkliche dazwischen zu erkennen. Ja, also, und wenn wir schon dabei sind, so Spekulatius, Ressourcen und so, auf Cortia gibt's auch eine Daily Quest, die gibt dir so eine ominöse, legendäre Ressource, damit soll man dann auch Legendaries aufwerten können auf Rang 5 und Rang 6,
Aber wie viel man dafür braucht, weiß man auch nicht. Also. Jo, genau. Na gut. Genau, die neuen Legendaries hast du angesprochen. Unsere Seelenbande haben neue Talente bekommen. Oder bekommen im Patch 9.1 neue Talente. Jeder Seelenbande bekommt 3, 4 Reihen. Moment. 3 Reihen. 3 Reihen. 3 Reihen? Ein nee, Dings? Nee, warte mal. Zwei Reihen mit Talenten und 2 Reihen mit Medienslots. Medien, genau. Also 4. Genau, diesmal macht Blizzard auch nicht wieder den Fehler, dass sie irgendwie die Talentbäume unterschiedlich aufbauen, sondern jeder bekommt quasi dieselben Reihen unten dran gepackt mit denselben Medienslots. Die Talente sind natürlich von Seelenpartner zu Seelenpartner unterschiedlich. Aber es ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt, ich muss jetzt den erst nehmen, weil der zuerst Zugriff auf irgendwie den Potenzslot hat und dann nehme ich den anderen, weil der später erst den Potenzslot kriegt oder sowas. Das ist nicht der Fall. Und auch die bisherigen Medienslots kann man wohl nochmal verbessern. Zumindest ist bei den 40 neuen Ruhmstufen, die wir mit Patch 9.1 erspielen können, sind einige Perks aufgetaucht, die sich da einfach nennen, verstärkt den ersten Medienslot, verstärkt den zweiten Medienslot oder die Medienslot-Reihe oder wie auch immer man es nennen will. Wie die verstärkt werden, in welcher Form diese Verstärkung auftritt, ob Blizzard dann einfach sagt, also ja, die erste Reihe ist jetzt verstärkt, wenn ihr dann ein Medium Stufe 200 einsetzt, dann wird das automatisch 250 oder keine Ahnung was. Auch da drüber noch keine Informationen. Konnten wir noch nicht testen. Also wenn ich mir auf dem PTR diese ganzen Ruhmstufen angucke, dann sind das einfach nur die ganzen schalte diese Reihe bei dem Typen frei und die nächste Reihe bei dem Typen. Das sind halt 4 und für 3 Leute, also das sind schon mal eine Menge Ruhmstufen so, die du, oder Dinge, die du einfach nur darüber über Ruhmstufen freischaltest und zwischendrin sind insgesamt 6 Story-Questlines. Jo. Jede Menge freizuschalten. Und am Ende gibt es einen Titel. Das dazwischen ja. Ist deine Seelenbande-Aufwertung. Die nächste Reihe und so. Ja, es klingt ein bisschen langweilig. Auch die neuen Talente, die ich mir da angeguckt habe, ich habe mir jetzt natürlich nicht alle bis ins Detail angeguckt, sondern mal von den Seelenpartnern, die mich interessieren, klingen jetzt auch nicht irgendwie unfassbar awesome, ist halt more of the same. Der ein oder andere war ganz coole dabei, aber ist jetzt auch nichts überragend Berauschendes. Und das Einzige Interessante, was ich jetzt nicht weiß, was du vielleicht mir beantworten kannst, Stufe 76 von 80, da steht New Adventure Upgrade. Ist das dieses Medien-Upgrade oder ist das irgendwas anderes? Es klingt irgendwie nach Missionstisch-Upgrade oder so. Ja, klingt für mich auch so. Ich dachte, als ich das erstmal gelesen habe, dachte ich tatsächlich, dass man nochmal einen neuen Abenteurer oder sowas kriegt, der vielleicht mit dem neuen Patch zusammenhängt und deshalb jetzt halt noch nicht im Spiel ist. Ja. Gibt es dann ab 76. Möglicherweise. Ja, ansonsten hat der Patch auf dem PTR natürlich noch jede Menge Kleinzeug gebracht. Die 40 neuen Ruhmstufen haben wir angesprochen. Es gibt diverse neue Animationen für die ein oder andere Klasse, für viele NPCs gibt es neue Animationen. Ungefähr 12 Milliarden neue Pets an allen Ecken und Enden. Wo wir bei Pets sind, das Haustier. Also das Kampfhaustier-Cap wurde oder wird dann demnächst komplett entfernt. Ist ja bisher so, dass man, glaube ich, maximal 1000 Kampfhaustiere besitzen kann. Die Zahl konnte man in der Vergangenheit 2-mal aufwerten über verschiedene Items auf 1500 und ich glaube 2500. Dieses Cap fällt einfach komplett raus. Das bedeutet, ihr könnt zwar immer noch nur 3-mal das gleiche besitzen, aber es gibt keine Grenze mehr, wie viele Pets ihr insgesamt besitzen könnt. Genau, also das bedeutet auch, kleiner Tipp, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch diese, sind das Pet-Portal oder wie die heißen, zu kaufen, ja, müsst ihr jetzt nicht machen, könnt einfach bis 9.1 warten und dann. Genau, spart euch die Glücksbringer, weil mit Patch 9.1 kommt auch noch ein Pet ins Spiel, was 10.000 von diesen Haustierkampf-Glücksbringern kostet. 10.000? Ja. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe 4.000 über alle Charaktere verteilt. Ich guck gerade mal. 400.
Aber auch da ist halt lustig, es sind vier verschiedene Klunkerwürmer, also vier verschiedene Farben. Drei Stück davon kann man im Tausch für jeweils drei graue Items, also drei spezielle graue Items, deren Preis wahrscheinlich dann in dem Patch durch die Decke gehen wird, sich kaufen. Und das vierte kostet 10.000 Glücksbringer. Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so gedacht ist nachher auf dem Live-Server oder ob sich da noch was ändert. Ja, könnte also auch ein Placeholder-Preis genau, sein. Es wäre seltsamer Placeholder-Preis, aber es ist durchaus möglich, dass es nicht so kommen wird. Wie bei allem, was auf dem PTR stattfindet. Also wenn ich mir jetzt mittlerweile schon Leute angucke, die jetzt sagen, oh, ich muss neue Klasse hochspielen, weil der Feuermagier wird im nächsten Patch genervt oder sowas. Ach ja. Abwarten, Tee trinken. Da wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Und man kann demnächst seine Schulterstücke transmogrifizieren. Wer jetzt sagt, das kann man noch die ganze Zeit schon. Man kann sie aber jetzt getrennt transmogrifizieren. Wow. Ja, ich kann jetzt links was anderes hinmoggen als rechts. Also, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wer braucht denn sowas? Und dann habe ich die Reaktion dazu gelesen, wie viele Leute da echt begeistert drüber sind. Also es gibt scheinbar sehr viele, die das sehr gut finden. Ich habe mir nur gedacht, okay, brauche ich nicht. Ja, es klingt so revolutionär, aber wenn man es dann mal auf dem PTR wirklich in der Praxis sieht, dann, also bei manchen Schulterstücken ist es irgendwie cool, bei diesen besonderen von Garrosh aus Siege of Orgrimmar vielleicht, wenn du das irgendwie kombinieren kannst oder nur die eine fette Seite anzeigen lassen willst, das ist cool, aber für alle anderen Sachen, okay, eigentlich willst du da dieselben Schulterstücke haben. Also ich könnte mir vorstellen, für meine Clown-Transmogs könnte das ganz Ich wollte es gerade sagen, du kannst dir natürlich voll das Clown-Transmog machen. Weil ich hab öfter mal so Transmog-Sets, für die Tanja mich wahrscheinlich erschießen würde, wo ich ein und dasselbe Set in verschiedenen Farben mir transmogrifiziere. Also wir haben ja mittlerweile, dass es quasi im Mythic, Normal, Heroic und LFR immer ein und dasselbe Set gibt, aber in unterschiedlichen Farbtönen. Ja. Und die würfel ich dann ganz gerne mal wild durcheinander. Und jetzt kann ich auch noch, was weiß ich, links ein blaues und rechts ein rotes Schulterstück anlegen. Mhm. Kann ja nur gut sein. Ja. Tja. Für alles Weitere, was dem Patch 9.1 angeht, werden wir uns noch gedulden müssen. Sepp hat es gesagt, es ist noch nicht besonders viel auf dem Server, auf dem Testserver, auf dem PTR. Aber wir werden natürlich weiter darauf unterwegs sein. Ihr werdet weiter auf buff.de alle wichtigen Informationen rund um Patch 9.1 finden, von Sepp und unseren anderen Kollegen, von mir auch, aufbereitet, damit ihr genau wisst, was Sache ist und was da auf euch zukommt. Ja, in diesem Sinne sind wir dann mit WoW Shadowlands Patch 9.1 erstmal durch. Wir machen jetzt ein kleines kurzes Päuschen und dann geht's weiter mit dem guten Carsten und dann sprechen wir über BC Classic und WoW Classic. Ja, viel Spaß dabei. Ja, dankeschön. Und dir dann einmal tschüss. Ciao, ciao. Und da sind wir wieder mit dem zweiten Teil des Buffcast 566. Der Seb ist weg, dafür ist der Carsten hier. Hey, Carsten. Hallo zusammen. Und wie schon angekündigt, geht's jetzt wieder in die Vergangenheit und wir reden über WoW Classic, über Burning Crusade Classic, weil auch da ist in der Vergangenheit ja so einiges passiert. Und der Carsten, unser dedizierter Experte für alles, was schon etwas länger her ist, was jetzt keinen Rückschluss auf sein Alter geben soll, wird uns jetzt mal erzählen, was es alles so Neues gibt. Gib uns erstmal so einen groben Überblick. Was ist denn in den letzten 4 Wochen, würde ich jetzt mal sagen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, vielleicht sind es auch schon 6 Wochen, was ist denn so ganz grob erstmal passiert? Schauen wir vielleicht zuerst mal auf den Live-Server. Da ist nämlich aus unserer Sicht noch nicht, aber aus eurer Sicht, wenn ihr das hört, schon am 21. April ein überraschender Patch online gegangen für WoW Classic mit Neuerungen und Verbesserungen, die wir eigentlich erst mit dem Pre-Patch erwartet haben. Und das ist ganz besonders spannend, der Achtung, jetzt kommt ein Wort, das kann sich auch nur Blizzard ausdenken. Chrono-Stärkungsversetzer, ein Item, mit dem man die World-Buffs abspeichern kann. Sprich, man sammelt überall in der Welt die ganzen mächtigen Stärkungseffekte ein, hat sich vorher bei Chromi dieses Item gekauft, dann benutzt man dieses Item und dann
werden all diese World Buffs in diesem Item abgespeichert. Und dann kann man irgendwas machen, worauf man Lust hat, Questen mit Leuten, Dungeons gehen oder sonst irgendwas. Und wenn man dann vor dem Raid steht und es tatsächlich dann losgeht und man die World Buffs braucht, dann benutzt man das Item einfach nochmal und dann hat man die ganzen World Buffs wieder mit der Original-Wirkdauer. Nicht schlecht. Also quasi einmal abgespeichert, wie der Buffstand ist und ab geht's. Genau, einer der größten Kritikpunkte von WoW Classic, die World Buff Meta und dass man im Prinzip seinen Charakter am besten schon mehrere Tage vorher mit World Buffs versorgt, damit das auch alles klappt, weil ja immer mal wieder jemand irgendwelche Absprachen nicht einhält und einfach mal so einen Onikopf abgibt oder so. Und dass man dann diesen Charakter, den man geparkt hat mit den World Buffs, eben tagelang nicht mehr spielen kann, das fällt jetzt mit diesem Item weg. Das kostet auch nur 10 Gold. Man muss als Voraussetzung zwei Quests von Chromi absolvieren. Das geht in ein paar Minuten. Das dauert nicht allzu lange. Und dann kann man diesen neuen Vorteil nutzen. Das heißt 10 Gold und ich kann das Item dann so endlos benutzen wie ein Spielzeug. Nein, das ist ein Verbrauchsgegenstand. Jeweils 10 also Gold. 10 Gold pro Benutzung. Gut, dann genau, aber man kann sich quasi das Inventar damit vollhauen. Das ist fünfmal stapelbar. Man kann das auch handeln, wenn man noch keine World Buffs abgespeichert hat. Kann ich auch einmal alle World Buffs sammeln und dann, ich sag jetzt mal, 10 von den Items benutzen, um quasi 10 Speicherpunkte zu haben? Nein, das geht nicht. 10 alle World Buffs, die aktuell abgespeichert sind in so einem Item, können nicht erneut abgespeichert werden und es gibt auch eine Abklingzeit von dem Item, sprich, wenn man das benutzt hat, dauert es eine Stunde, bis man wieder World Buffs speichern kann. Okay. Aber trotzdem ist es dann so, also ich hole mir dann meine World Buffs zum Start vom Raid wieder zurück. Und wenn ich an der ersten Trash-Gruppe wipe, habe ich trotzdem Pech gehabt, oder? Dann sind sie trotzdem weg. Es ist tatsächlich möglich, dieses Item auch im Kampf zu benutzen. Hat eine Wirkzeit von 6 Sekunden. Das heißt, wenn man in diesen 6 Sekunden nicht stirbt, das ist so ein bisschen, manchmal macht man das ja irgendwie beim allerletzten Try-Versuch des Abends. Wenn dann alles schief geht, benutzt man vielleicht nochmal den Ruhestein, um die Rap-Kosten zu sparen oder so. Da kann man das Item tatsächlich auch im Kampf nutzen, um dann im letzten Moment vielleicht doch noch die World Buffs, die man hat, abzuspeichern. Ah, okay. Aber ja, das muss natürlich alles mit der Abklingzeit dann. Nee, aber was ich jetzt meinte, ist, wenn ich jetzt irgendwie dienstags meine World Buffs alle sammle und speichere die ab und dann ist mittwochs Raid. Und ich drücke das Item nochmal, damit ich meine World Buffs wieder habe. Und wenn ich sie dann verliere bei einem Wipe, dann sind sie trotzdem weg. Dann kann ich sie nicht noch ein zweites Mal wiederherstellen oder irgendwie sowas. Dann ist das Item weg. Damit sind doch dann die World Buffs. Also das Item ist quasi schon in dem Moment weg, wo man die Speicherung auflöst und die World Buffs erhält. Okay. Dann sind doch die World Buffs. Das war ja eines dieser Sachen, die sie für die dauerhaften Classic-Server angekündigt hatten, oder? Täusche ich genau, mich für die Era-Server. Genau. War das eigentlich angekündigt? Und warum ist das jetzt schon? Ich schätze mal, weil das A jetzt schon nervt und weil das B dann in TBC Classic keinen Effekt hat. Weil, da kommen wir später noch zu, sie haben das auch in einem Post nochmal klargestellt, TBC Classic, beziehungsweise in den Raids der Scherbenwelt und im Gebirgspass der Totenwinde, Karazhan, wird es nicht möglich sein, von irgendwelchen Stärkungseffekten dieser Art zu profitieren. Zum einen, weil die ganzen Classic World Buffs alle nur bis maximal Stufe 63 gehen. Zum anderen, weil alle Stärkungseffekte, das haben sie jetzt halt zusätzlich nochmal klargestellt, die man sich durch Kreaturen oder Quests aus der Scherbenwelt verdienen kann, die also eigentlich auch für Stufe 70 Charaktere gedacht sind, die werden sofort automatisch runtergereinigt von den Charakteren, sobald die ein Instanzportal betreten. Okay. Das heißt, sobald man einen Dungeon betritt oder ein Raid, sind alle Stärkungseffekte von außerhalb weg. Was ja dann, um jetzt nochmal vorzugreifen, bedeutet, in TBC spielen die World Buffs dann gar keine Rolle fürs Raid und für die Dungeons. Dass das mit den WoW Classic Buffs der Fall war, das war schon recht früh klar, das haben sie ja schon auf der BlizzCon gesagt, dass das jetzt auch für die ganzen kleinen versteckten, es gab da zum Beispiel solche Dämonen, die man übernehmen kann und der Priester kann dann durch die Übernahme World Buffs verteilen, die ziemlich cool sind. Also solche ganzen Tricksereien wird es alle nicht geben. Ist nicht für instanzierten Content. Aber das sind dann auch Änderungen, weil früher ist es ja, hat das funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere. Früher hat das funktioniert, aber es wurde halt selten genutzt. Genauso wie. Das heißt, also die Liste der Änderungen zum Original Burning Crusade ist jetzt nochmal ein bisschen länger geworden. Genau, das stimmt.
Okay. Zweiter wichtiger Punkt von dem Patch, Spellbatching wird jetzt entfernt, beziehungsweise runtergedrückt von 400 Millisekunden auf 10 Millisekunden. Spellbatching, das waren ja diese Zeitfenster, in denen WoW im Hintergrund die ganzen Aktionen abgearbeitet hat. Und dieses Zeitfenster war bisher so groß, dass halt auch eine ganze Reihe von Aktionen zeitgleich abgewickelt wurden. Das konnte eben passieren, zum Beispiel, dass zwei Magier sich gegenseitig schieben, obwohl sie das eigentlich gar nicht gleichzeitig genutzt haben, sondern leicht versetzt. Oder dass ein Kick durchgeht, wo man eigentlich gefühlt rechtzeitig gekickt hat. Oder dass der Spott vom Krieger gewirkt wird, aber der Mob noch erst irgendwie 5 Schritte Richtung Caster, der Argo gezogen hat, läuft und erst dann zum Krieger zurückkommt. Also solche verzögernde Situationen. Okay, das Spellbatching sollten wir vielleicht einmal grob erklären. Das ist dem geschuldet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass früher die Internetleitungen relativ langsam waren. Das bedeutet, der Client hat alle Knöpfe, die man innerhalb dieses Fensters der 400 Millisekunden gedrückt hat, quasi gespeichert und hat sie dann auf einen Schlag alle verarbeitet. Genau, das war quasi eine Notlösung, um den Lag und die mäßigen PC-Systeme aufzufangen. Heutzutage haben halt alle eine recht schnelle Internetleitung, vernünftige PCs, zumindest deutlich schneller, als es damals der Fall war. Und dementsprechend fällt das Spellmatching halt auch sehr viel negativer auf. Und das war... Ja, der positive Vorteil ist ja quasi nicht mehr existent. Genau, das wurde schon lange kritisiert. Es wurde auch schon lange angekündigt, dass das kommt. Also das Ding ist schon seit Januar auf dem PTR. Wurde eigentlich auch in Aussicht gestellt, dass das mit dem Pre-Patch kommen könnte, weil das dann eben auch auf dem Beta-Server von Burning Crusade aktiv war, aber sie bringen es jetzt halt schon, oder brachten es schon am 21. April. Was auch bedeutet, dass sich der ein oder andere umstellen wird, also aktuell ist es zum Beispiel noch möglich, als Schurke sehr viele Effekte ganz easy mit Verschwinden zu kontern, weil Verschwinden einen für einen kurzen Augenblick immun gegen alle Effekte macht. Wenn du dann zum Beispiel hinter Maxner stehst in Naxxramas und die macht ihren Gespinstschauer, der alle Spieler einspinnt, kann man eben, wenn man auf den Timer von Deadly Boss Mods oder so achtet, kann man Verschwinden im richtigen Moment drücken und diesem Gespinstschauer dadurch entgehen und als einziger dann munter fröhlich drauf losprügeln auf die Spinne, während alle anderen eingenetzt sind. Und das war bisher echt easy, weil dieses durch das Spellbatching war dieses Zeitfenster, in dem man Verschwinden drücken musste, damit das funktioniert, halt recht groß. Und jetzt muss man halt punktgenau die Fähigkeit nutzen, um mit Verschwinden solche Sachen zu kontern. Also muss man jetzt ausprobieren, was tatsächlich dann in der Praxis auswirkt. Ja, aber allgemein sind die Änderungen eher positiv aufgenommen worden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Dass Spellbatching minimiert wurde, das wurde schon damals bei der Ankündigung sehr positiv aufgenommen, ja. Und als letzter großer Punkt, also es gab da noch so ein paar Hotfixes, aber über die müssen wir jetzt nicht weiter reden, aber der letzte Punkt, den ich von dem Patch spannend fand, für das Buff-System wird es eine Prioritäten-Einteilung geben, ähnlich wie bei den Debuffs in WoW Classic. Zur Erklärung, sowohl bei den Debuffs als auch bei den Buffs in WoW Classic gibt es ein Maximum von Buffs und Debuffs, die man auf einem Spieler oder einem Gegner haben kann. Sobald dieses Maximum erreicht ist, fliegen Dinge runter. Bisher ist es zum Beispiel so gewesen, wenn man sich alle World Buffs geschnappt hat, wenn man sich alle Consumables reingehauen hat, dann konnte es schnell passieren, dass ein Hot von einem Priester oder ein Hot von Druide plötzlich deine World Buffs, die du dir halt als allererstes geholt hast, dass die plötzlich runterfliegen. Aua, das tut weh. Und das kann jetzt nicht mehr passieren, weil diese Hots dann zum Beispiel eine sehr niedrige Priorität besitzen und diese Hots dann die World Buffs mit einer hohen Priorität nicht mehr runterwerfen können, sondern dann kann der dieser Hot einfach nicht mehr wirken. Dann geht er nicht auf den Spieler drauf, weil da halt schon zu viele Sachen mit einer höheren Priorität drauf sind. Genauso wie das auch bei den Debuffs ist, wenn du da jetzt zum Beispiel einen Dot mit einer niedrigen Priorität hast, dann kannst du den halt nicht auftragen, wenn da lauter Debuffs drauf sind, die eine viel höhere Priorität haben. Okay, das heißt, bisher war das Prioritätensystem quasi chronologisch gestaffelt. Das heißt, dass der älteste Buff verschwunden ist, wenn ein neuer draufgefügt wurde. Und jetzt haben sie quasi so eine Einteilung, eine Tierliste quasi, wichtiger bis unwichtiger. Genau, und das Problem ist halt, dass wirklich eine ganze Menge Sachen als Stärkungseffekte in WoW Classic gehandelt werden. Also wenn du Kreuzfahrer auf beiden Waffen hast, ist eine Waffenverzauberung, sobald die prockt, kriegst du halt
eine Menge Stärke, aber jeder dieser Procs ist halt auch ein Stärkungseffekt. Das heißt, wenn du es auf beiden Waffen hast, musst du da schon mal zwei Buffs für deinen Buffcap im Hinterkopf behalten. Und wenn du dann vielleicht auch noch ein Tierset hast, was einen Effekt auslöst, dann könnte dieser Effekt halt auch noch in diese Buffcap-Zählung mit reinfließen. Und dann wirst du vielleicht noch gehortet und dann, weiß ich nicht, machst du noch Sprinten an und schwuppdiwupp hast du irgendwie die Hälfte deiner World Buffs weg, wenn du dir vorher auch noch ordentlich Consumables reingepfiffen hast. Das klingt echt übel. Ja, also deswegen gibt es auch Add-ons für WoW Classic, wo man halt Buffs auf die Blacklist setzen kann, die dann halt automatisch wieder runtergereinigt werden. Also zum Beispiel, wenn ein Magier versucht, einen Main-Tank mit Intelligenz zu versorgen, dann denkt sich der Main-Tank wahrscheinlich, das will ich nicht haben. Und dann haut er das auf die Blacklist und dann wird das jedes Mal wieder runtergenommen. Und wenn der Magier nicht nachdenkt und dann nur sieht, ist ja übel. Keine Intelligenz drauf, was ist da los? Buff ich nochmal, dann ist das halt ein Hin und Her und der Magier verschwindet eine Menge Mana und Zeit. Ja, die Hot-Heil-Klassen, die haben es dann jetzt ein bisschen schwieriger, oder? Also wird ja dann öfter mal vorkommen, dass man irgendwie irgendwelche Hots irgendwo drauf wirft und die haben keinen Effekt und man drückt fünfmal den Knopf und stellt fest, verdammt, wieso geht der Hot denn da nicht drauf? Ja gut, wir sind im letzten Abschnitt von Phase 6 und mit TBC Classic wird das ganze System eh stark erweitert. Sprich, da können mehr Debuffs auf Gegnern sein. Kommt diese Erweiterung denn dann auch für die Era-Server oder bleibt es auf den Era-Servern so, wie es jetzt ist? Das, was jetzt mit dem Patch gekommen ist, das wird auch auf den Era-Servern so sein. Ja, ich meine jetzt die Erweiterung, die mit TBC kommt. Das ist ja TBC. Okay. Das hat mit Classic jetzt nichts zu tun. Gut, also die kommen. Sie können das natürlich zusätzlich als Classic Plus Feature implementieren, aber da in dieser Richtung ist nichts angekündigt. Gut, ja. Wissen wir denn jetzt irgendwie, warum das Ganze jetzt schon kommt und nicht erst als Pre-Patch vor TBC? Stand heute, 20.04.13:28 Uhr, wenn wir das aufnehmen, wissen wir nichts. Gab einfach nur die Ankündigung, der Patch kommt mit dem nächsten ID-Wechsel. Und dann wurde gesagt, was mit dem Patch kommt. Aber naja. Okay. Naja. Könnte an den gestiegenen Spielerzahlen liegen, zu denen wir später dann noch kommen. Aber lass uns erstmal über den großen Elefanten im Raum sprechen, und zwar TBC. Da ist die Beta gestartet und natürlich sind viele Leute unterwegs und haben alles getestet und haben es auf Herz und Nieren geprüft, geguckt, was hat sich geändert, wie funktionieren welche Mechaniken jetzt. Und da gibt es ja jede Menge Sachen, die es zu erzählen geht. Carsten, was sagt uns denn die TBC-Beta? Also erstmal, Blizzard hat sukzessive immer neue Inhalte für die TBC-Beta freigeschaltet, sodass wir mittlerweile uns tatsächlich in einem Status befinden, der so ziemlich den kompletten Phase-1-Inhalt abdeckt. Also die Spieler konnten bis Stufe 70 leveln, die hatten alle Dungeons und auch die heroischen Versionen der Dungeons fürs Testen. Es gab mittlerweile auch Raid-Tests für alle Raids von Phase 1, sprich Karazhan, Ghouls Unterschlupf und Magteridons Kammer. Und auch PvP-Tests waren jetzt auf Stufe 70 mit Stufe 70 Template-Charakteren, also vorgefertigten Charakteren, die man sich direkt erstellen konnte, möglich. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht genau weiß, das könnte aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, vielleicht schon bestätigt oder nicht bestätigt worden sein. Das TBC-Schlachtfeld Auge des Sturms, das ist meines Wissens bisher noch nicht verfügbar. Und für die Arenen gibt es bisher nur Skirmish-Modus. Das heißt so just for fun, einfach mit 2 vs. 2, 3 vs. 3 oder 5 vs. 5 Partien loslegen, aber halt ohne das ganze Wertungssystem drumherum. Das ist bisher auch noch nicht implementiert gewesen. Na gut, das wird man jetzt auf dem Beta-Server wahrscheinlich auch nicht unbedingt brauchen. Wird ja keiner sich irgendeine Wertung erspielen wollen. Ja, aber es wäre schon spannend zu sehen, wie das genau funktioniert, weil sie ja nicht das originale Matchmaking-System von damals nehmen wollen, sondern ein modernes Elo-System. Und gleichzeitig wäre es auch nett, mal zu checken, wie das dann mit den Wertungen funktioniert, ob es da persönliche Wertungen im Hintergrund gibt für die einzelnen Teammitglieder, weil man ja irgendwie jetzt größere Teams machen kann, als es damals der Fall war. Und man muss irgendwie nur einen gewissen Anteil der Spieler haben, um für die Wertung zu zählen. Also da gäbe es schon Fragen, die man beantworten könnte durch so ein
Beta-Test von dem System. Was glaubst du, warum es noch nicht getestet wird? Ist Blizzard sich vielleicht selber noch nicht sicher, wie das System aussehen soll? Also vielleicht an einigen kleinen Ecken und Kanten. Oh, das ich glaube, sie werden genau im Großen und Ganzen das System nutzen, was auch in Shadowlands zum Einsatz kommt. Nur eben dann halt auf das Wertungssystem von damals gemünzt. Also, dass man bei 1500 anfängt und sich dann hoch oder runter spielt. Solche Sachen. Und ich glaube, sie haben es bisher noch nicht getestet, weil sie sich erstmal auf PvE konzentriert haben. Also jetzt diese Stufe 70 PvP-Template-Charaktere und dass man mit denen quasi direkt in die Arena und in die Schlachtfelder gehen kann. Das ist jetzt erst frisch gekommen nach den Raid-Tests. Also ich glaube, sie wollten erstmal die Levelphase haben, die Raids, und jetzt kommt noch PvP. Aber unterm Strich ist jetzt schon echt eine Menge abgedeckelt und sie können jetzt wahrscheinlich schon bald die ersten richtigen Stress-Tests ankündigen und dann auch bald mit dem Termin für den Pre-Patch rausrücken. So viel ist nicht mehr, was in der Beta offen ist. Wie viel ist denn in der Beta los? Also du hast ja gesagt, TBC wird ein großer Hype und es werden sehr, sehr viele Spieler werden sich das angucken wollen und werden es spielen wollen. Jetzt ist die Beta gestartet. Natürlich hat nicht jeder Zugriff. Also die Einladungen wurden begrenzt. Deckt sich das mit dem, was du erwartet hast? Also sind die Leute wirklich gehypt und jeder will da rein und jeder will ausprobieren und gucken und machen und tun? Oder ist es irgendwie anders, als du erwartet hast? Ich habe schon erwartet, dass es einen etwas kleineren Hype geben wird als bei WoW Classic, weil man darf nicht vergessen, die Scherbenwelt mit all ihren Inhalten ist auch jetzt in Retail-WoW spielbar. Und das alte WoW Classic mit dem originalen Kalimdor und den originalen östlichen Königreichen, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Und ja, seit der Überarbeitung mit Cataclysm. Genau, und dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass WoW Classic eine ganz andere Art von Hype generiert hat, als es jetzt ein TBC Classic machen wird. TBC Classic ist, glaube ich, eher so ein, die Leute freuen sich drauf, weil das halt ein WoW Classic in noch etwas verfeinert und verbessert und ausbalancierter ist, mit knackigeren oder mechanisch anspruchsvolleren Raid-Kämpfen mit der Arena eben, die einen deutlichen Schritt vorwärts ist im Vergleich zum Rängesystem, was man vorher hatte. Das ist, glaube ich, eher so ein, ich freue mich drauf, aber ich weiß schon halt relativ gut, was mich erwartet, und ich muss jetzt unbedingt die Beta spielen, wahrscheinlich auch, weil mir den Spaß daran dann mit dem Durchschreiten des dunklen Portals auf dem Live-Server nicht nehmen lassen möchte. Aber es gibt Leute, die sehr, sehr ausgiebig in der Beta unterwegs sind, die sich teilweise schon mehrere Charaktere auf 70 gelevelt haben, die jeden Stein umdrehen und die dazu eine ganze Menge Videos und Streams und was weiß ich alles machen. Also über zu wenig Feedback muss sich Blizzard, glaube ich, nicht beklagen. Und auch gerade jetzt, als die Raid-Tests gemacht wurden, die wurden ja auf extra Servern, auf einem extra Server gemacht, wo man auch sich Stufe 70 Charaktere erstellen konnte, und dann konnte man zu NPCs dackeln und sich da noch mit Consumables eindecken und so weiter und so fort. Da war schon ordentlich was los. Ich glaube, das hat jeder, dem die Uhrzeit nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil das amerikanisch typisch relativ spät immer stattfand. Für die meisten deutschen Spieler wahrscheinlich weniger interessant war, aber wenn man sich so anschaut, was dann so in Shuttrath los war und wie viele Gruppen auch sich dann für Karazhan gefunden haben, da ging schon ordentlich was ab. Okay, dann lass uns doch mal dazu kommen, weil die Raids und Bosse von TBC haben ja sehr viele Menschen, sehr viele Spieler noch gut in Erinnerung, weil sie knüppelhart waren, zigfach genervt werden mussten im Laufe, oder mussten vielleicht nicht, aber zigfach genervt wurden im Laufe des TBC-Contents. Und da wurden jetzt, wie du gesagt hast, alle getestet. Und was ist denn die Quintessenz jetzt aus den Tests? Also bestehen uns wirklich endlich knüppelharte Bosse bevor? Oder hat sich da doch was geändert zu der Aussage, die Blizzard irgendwann mal getroffen hat? Schauen wir uns die Raids vielleicht nacheinander an. Karazhan war ja damals auch schon ein Einstiegsraid, wo es auch Bosse gab, die genervt werden mussten, und wo es auch Bosse gab, bei denen man viben konnte, aber es war halt ein Einstiegsraid. Und das merkt man jetzt halt auch bei den Raid-Tests. Es gab unterm Strich am Ende schon das Feedback, das ist sehr leicht. Das war sehr gut machbar mit den Charakteren, die man da auf dem Testserver hatte.
die hatten durch die Bank weg blaues Gear, häufig die Dungeon-Sets. Die waren auch teilweise für nur eine oder zwei Spezialisierungen ausgelegt, was bei Hybridklassen teils dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel Schamanenheiler mit dem Eliset heilen musste oder dass ein Wildheit-Druide mit dem DPS Feral Set tanken musste. Und vereinzelt wurden die Sachen dann auch mit Ruf-Items, also auch epischen Items von Ruf-Fraktionshändlern ergänzt. Und die ganzen Sachen konnten dann halt gesockelt und verzaubert werden. Also das Gear war nicht schlecht. Und wahrscheinlich sieht man dann auch zum Start, wenn es dann richtig losgeht mit Karazhan, auch Gruppen, die mit dem Durchschnitt schlechterem Gear dahin gehen. Aber es war auch nicht super optimal. Und wahrscheinlich, wenn wir da alle mit unseren Naxxramas ausgerüsteten Charakteren in der Scherbenwelt landen und dann dieses sehr, sehr, immer noch sehr, sehr gute Gear mit vereinzelten Upgrades erweitern, dann werden wir es wahrscheinlich in Karazhan selbst dann noch einen Tick leichter haben. Vor allen Dingen, wenn wir dann uns auch noch kennen und das ist gildenintern und so weiter. Aber die Quintessenz ist tatsächlich, das war sehr gut machbar. Und es gab Bosse, bei denen man vipen konnte. Aran, wenn da jemand vom Flammenkranz betroffen ist, also dieser brennende Kreis um einen herum. Und wenn man sich dann halt innerhalb dieses Flammenkranz bewegt, dann sprengt man halt den ganzen Raid. Das war damals so, das ist heute so, wer seine Füße nicht stillhalten kann, der wipet halt den Raid. Und das ist hier und da durchaus passiert. Und es gab Gruppen, die waren in anderthalb Stunden durch und es gab Gruppen, die waren 6-7 Stunden in Karazhan und hatten es am Ende dann gerade so clear. Und es gab auch Gruppen, die sich zwischenzeitlich dann aufgelöst haben, weil dann der Heiler nach 4 Stunden weg musste und es war schwer, einen neuen Heiler zu finden und so weiter. Also es war nicht für alle ein Durchmarsch, aber ich glaube, wir müssen uns, was den Schwierigkeitsgrad in Karazhan angeht, keine großen Sorgen machen. Das wird... Was aufgefallen ist, die Leute haben natürlich dann sofort die Werte verglichen, Schadenswerte, Lebenspunktewerte und da ist ziemlich schnell aufgefallen, hey Blizzard, ihr habt uns doch Pre-Nerf-Werte versprochen, also vor den ganzen Abschwächungen. Das ist jetzt aber hier nicht der Fall. Und tatsächlich hat Blizzard dann relativ schnell danach einen Post veröffentlicht im Forum. Ja, ihr habt recht, es gab A, noch eine Menge Bugs in Karazhan, die haben wir alle auf dem Zettel und B, war das Tuning nicht überall richtig. Das heißt, ihr habt tatsächlich es mit den abgeschwächten Bossen zu tun gehabt. Das wird auf dem Live-Server anders sein, keine Sorge. Okay, das bedeutet, sie haben die Bosse eventuell, also die Bosse auf dem PTR, auf dem Test-Server waren jetzt etwas leichter, als sie nachher auf dem Live-Server sind, was ja öfter mal der Fall ist, weil ich nehme mal an, dass auch die Entwickler von Blizzard ja alle Bosse getestet haben wollten. Das bedeutet, sie legen da jetzt keinen Roadblock hin, an dem die Gruppen irgendwie nicht vorbeikommen, weil dann testet keiner die späteren Bosse oder die späteren Phasen von irgendwelchen Bossen. Der Post klang so, als war das nicht beabsichtigt. Und das war auch nur bei einem Teil der Bosse der Fall. Gab auch Bosse, die waren anscheinend richtig getuned. Und der Trash schien teilweise härter zu sein als die Bosse, also da stimmten die Werte offenbar auch. Wenn man da zu viel gepult hat, sah es schnell alt aus. Vor allen Dingen, wenn man, weiß ich nicht, mit 2 Druiden-Tanks am Start war, habe ich in einem Stream gesehen, die halt, wie gesagt, ihr DPS Feral Gear tragen mussten und gleichzeitig hatte man irgendwie 3 Hexer im Raid, die quasi in dem Moment, wo es Vollkontakt gab, ihre Saat gespammt haben, also Saat der Verderbnis. Dieser mächtige neue AOE-Zauber, den man mit Stufe 70 bekommt. Ja, da gibt es schnell Tote. Agro-Tot. Ja. Ja, und auch die Priester waren sehr squishy. Also da habe ich sehr oft Engel gesehen. Also ne, dieses Talent, das einem, wenn der Priester stirbt, dann in einen Engel verwandelt und man kann für noch eine kurze Zeit die Zauber einfach so rausbammen, bis man dann tatsächlich richtig tot ist. Da gab es schon, Agro-Herausforderungen, sag ich mal. Okay, das ist man wahrscheinlich von früher noch gewohnt, dass Trashpacks mitunter härter sind als die Bosse. Ja, und die Gruppen sind groß, die man da pullt. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber lernen durch Schmerzen. Gruul, da gibt es ja 2 Bosse. Einmal diesen ersten Boss mit Maulgar oder Raufgar, je nachdem, ob man jetzt deutsch oder englischen Namen nimmt, der von seinen diversen Dienern übernommen wird. Der Kampf war, glaube ich, für die wenigsten Gruppen ein Problem. Man muss halt nur den Pull hinbekommen. Und jeder muss wissen, wen er tankt, auf wen man zuerst Schaden macht, wer vielleicht kontrolliert wird. Wenn das klappt, dann ist der Boss kein Problem. Ich glaube, das ging auch bei den meisten Raids, die drin waren, problemlos. Und auch Gruul selbst, der namensgebende Endboss,
kleinen Onyxia-ähnlichen, ja, Raids, der war, glaube ich, für die wenigsten Gruppen ein Problem, auch weil dieser Deckeneinsturz, der immer mal wieder kommt über Spielern, der macht nicht viel Schaden. Die meisten haben es, glaube ich, auch hinbekommen nach diesem Kick, wo man dann verlangsamt wird und dann irgendwann versteinert und dann macht man Schaden um sich herum, dass man sich da dann halt gut verteilt. Also man muss auch sagen, die meisten Leute, die da auf dem Beta-Server rumgesprungen sind, die kannten den Boss. Die haben den Boss wahrscheinlich auch schon x-mal auf Privatservern zwischendurch gelegt. Die größte Schwierigkeit war es da wahrscheinlich, dass man, um den Raid ans Laufen zu kriegen, dass man da vielleicht auf Spezialisierung und Klassen ausgewichen ist, mit denen man keine Erfahrung hat. Also ich weiß von diversen Leuten, die zum Beispiel erstmals getankt oder erstmals einen Heiler gespielt haben und das dann mit diesen Premade-Chars, ohne Makros, ohne vernünftige Add-ons. Ich glaube, das war das größte Problem bei so einem Kampf wie Gruul. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist das, glaube ich, kein großes Problem. Okay, und da fehlt noch Magteriodon in seiner Kammer. Genau, Magteriodon. Der war damals schon eine ganze Ecke schwieriger als die anderen beiden, auch nach den Nerfs, weil man im Prinzip mit zwei großen Herausforderungen klarkommen muss. Punkt Nummer eins, da sind eine Menge Kanalisierer, die mit ihren Schattenblitzsalven eine Menge Schaden machen, gegenseitig heilen, die halt auch noch diese Infernals beschwören. Das ist quasi das, was in der ersten Phase passiert und man hat eine ganze Menge von diesen Kanalisierern. Und das muss man erstmal hinbekommen, sich so aufzuteilen, dass ein Teil von den Kanalisierern weit weg im Raum getankt wird, dass die Kanalisierer, die man töten will, dass man da am besten Schattenblitzsalbe und die Heilung kickt. Also man braucht eine Menge Leute, die auch Zauber unterbrechen können. Man braucht eine Menge CC, damit man halt diese ganzen Infernals bannen oder pieren oder in Eisfallen locken kann oder wie man auch immer mit denen umgeht. Das ist so die erste kleine Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist dann Magteriodon selbst, der dann immer mal wieder so einen tödlichen Mega-Zauber wirkt, den man dann mit den Würfeln unterbinden muss. In der allerersten Version von Magteriodon ist es noch so, dass du dafür im Prinzip 20 Spieler bereitstellen musst. Jedem von diesen Würfeln müssen dann quasi, oder für jeden dieser Würfel müssen 4 unterschiedliche Leute eingeteilt werden, die dann immer wieder, wenn dieser Zauber kommt, dann auf diesen Würfel in der richtigen Reihenfolge klicken müssen. Nachdem man das gemacht hat, bekommt man die Waffe, dann kann man das nicht nochmal machen. Deswegen muss dann beim zweiten Mal der nächste Spieler einspringen. Und das, jeder muss wissen, dann, wann er zu welchem Würfel muss. Und dann kommen da drumherum natürlich noch Mechaniken, wie ein Angriff, der einen immer weiter nach hinten schleudert oder Deckeneinstürze, die dafür sorgen, dass man an der Position, wo man gerade stand, nicht mehr stehen kann. Und all diese kleinen Dinge sorgen dann vielleicht dafür, dass man dann zu spät zum Würfel kommt, weil man da eben was ausweichen musste oder weil man von dem Würfel weggetrieben wurde oder Leute, die den Würfel klicken mussten, sind schon tot und da muss man das halt dann halt schnell umorganisieren. Und das war knifflig und zwar so knifflig, dass es nur einen einzigen Raid gab, der den Boss quasi in seiner Ursprungsversion besiegen konnte und danach hat Blizzard eingeschritten und hat quasi die Lebenspunkte von Magteriodon halbiert. Und dann haben es noch ein paar mehr Raids geschafft. Aber es gab auch eine Menge Raids, unter anderem den von Asmongold, die dann irgendwann die weiße Fahne geschwenkt haben und gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier ein paar Stunden gewiped, lassen wir es dabei bleiben. Okay, das bedeutet, bei Magteriodon ist tatsächlich die Kommunikation und Einteilung der Knackpunkt. Genau, wenn du da einen guten Raid-Leiter hast, der die Leute richtig einstimmt und wenn du dann Leute hast, mindestens 19 andere, die das machen, was ihnen aufgetragen wurde, dann geht der Boss. Den muss man natürlich erstmal finden und die gute Raid-Leitung muss man erstmal haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, ein Karazhan und ein Gruuls Unterschlupf, die werden ziemlich schnell gepackt. Also Zufallsgruppen, die dann einfach Leute suchen und dann in der Woche einfach mal ein Ründchen gehen. Ja gut, oder Magteriodon klingt jetzt so tatsächlich nicht so, als wollte ich den mit Zufallsgruppen. Genau, Magteriodon wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis den alle gesehen und verstanden haben und verinnerlicht haben. Auch weil diese Schattenblitzsalven einfach richtig reinknallen, wenn da 3, 4 gleichzeitig rausgehen. Also allein in Phase 1 kann man schon vipen. Ja, wäre Magteriodon jetzt ein Retail-Boss, würde ich ja behaupten, dass spätestens 2 Stunden, nachdem der auf dem Live-Server ist, die ersten Weak-Auren existieren, die genau ansagen, welcher Spieler wann welchen Würfel zu drücken hat. Bei BC-Servern bin ich mir da jetzt nicht ganz so sicher. Oh ja, die Leute sind auch recht schnell mit sowas.
gab ja auch für die Four Horsemen sehr schnell ein Addon, das dir quasi genau gesagt hat, wo du jetzt gerade aktuell zu stehen hast und wo du quasi mit dem nächsten Mal hinlaufen musst. Das für alle 40 Leute. Also. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, sie haben ihn zwischendrin um 50% genervt, also die Lebenspunkte halbiert. Welche Variante bekommen wir dann auf dem Live-Server? Die ungenervte oder die mit 50% weniger Lebenspunkte? Naja, Blizzard hat gesagt, dass Bosse in ihrem Originalzustand auf dem Live-Server landen sollen. Jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt ein Bug, dass wir so viele Lebenspunkte haben oder war das die richtige Zahl? Das weiß ich nicht. Genauso wie wir nicht wissen, wie sich Karazhan letztlich tatsächlich spielen wird mit dem Gear, was wir dann haben, mit dem Balancing, das dann... Also das hat der Raid-Test jetzt halt nicht gezeigt, weil es da eben diese Anpassung gab, beziehungsweise weil das Tuning da falsch war. Aber immerhin konnten viele Bugs gefunden werden und Mechaniken überprüft werden. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Das hat auch Classic gezeigt, die Raids, die tatsächlich auf dem PTR getestet wurden, Naxxramas zum Beispiel, die waren relativ bugfrei, da funktionierten die Mechaniken so, wie sie sollten. Und bei den Raids, wo das nicht gemacht wurde, gerade so am Anfang, der geschmolzene Kern und Pechschwingenhort, da gab es schon arge Probleme. Dementsprechend bin ich frohen Mutes, dass die Phase 1 Raids zumindest, was den Feinschliff angeht, in einem okayen Zustand auf dem Live-Server landen werden. Okay, das hört sich doch mal gut an. Das bedeutet, wir haben zum Start von BC Classic, es gibt Raids, die mit Random-Gruppen gemacht werden können. Es gibt richtig schön knackige Herausforderungen für die koordinierten Gildengruppen. Eigentlich alles perfekt, oder? Ja, gut, das ist halt relativ wenig Content, wenn man den erstmal gemeistert hat. Ne? Also Karazhan und Gruul Magteridon, das kannst du wahrscheinlich mit einer Gilde an einem, also mit einer etwas erfahrenen Gilde an einem Abend machen, wenn du das erstmal drin hast. Und danach, weiß ich nicht, also Phase 1 wird wahrscheinlich auch relativ lange dauern, da es, so wie es aussieht, ja an PvP Season 1 gekoppelt sein wird. Da PvP Season 2 ja dann mit Phase 2 kommen soll, laut Blizzard, und so eine PvP Season muss natürlich auch eine Weile gehen. Das heißt, am Anfang haben wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel zu tun, weil wir halt leveln müssen, wir müssen unseren Ruf steigern, wir müssen die Attunements machen von Karazhan und so weiter. Sobald das alles erledigt ist, sind, glaube ich, die Raids mit gildeninternen Gruppen sehr schnell gemacht und dann kann man sich, glaube ich, schon daran machen, Twinks auf diesen Stand zu bringen, weil es sonst relativ schnell relativ langweilig wird, glaube ich, weil auch viele Questgebiete, wo man interessante Sachen sich erspielen kann, wie die Netherschwingen-Mounts, das kommt ja alles erst später. Hm. Ja. Aber was glaubst du denn, wie lange die durchschnittlichen Gruppen oder die Durchschnittsgruppe braucht, bis sie überhaupt einen Fuß in den Raid setzen? Also du hast ja schon angesprochen, hochleveln, dann sind ja die Dungeons ein großer Teil vom BC, um sich auszurüsten, gegebenenfalls Heroic-Dungeons, Attunements machen und so weiter. Denkst du tatsächlich, dass die Durchschnittsgilden, wie jetzt ihr zum Beispiel, euch nehme ich jetzt einfach mal als Benchmark für eine normale BC-Gilde, dass die in den ersten Wochen da überhaupt schon Fuß reinsetzen werden? Oh, ich glaube schon, spätestens zur zweiten ID. War ja auch ein Classic so. Und da hatte man den Weg von 1 auf 60, dass quasi Ragnaros und Onyxia am Ende der ersten ID gefallen sind. Und in der zweiten ID kamen dann nachher die anderen Gilden dazu, die durchaus ambitioniert sind, aber dann vielleicht nicht ganz so hardcoreig unterwegs. Also ich glaube nicht, dass das super lange dauern wird. Aber klar, wenn man es natürlich lockerer angeht und wenn man gemütlich levelt und dann vielleicht auch in der offenen Welt aufgrund der großen Spielerzahlen Probleme hat, vernünftig zu questen, aber auch keinen Bock hat auf Dungeon Grind, wenn man sich dann auch Zeit lässt mit dem Karazhan-Attunement, wo man ja auch in diverse Instanzen gehen muss, dann dauert es natürlich länger. Aber du brauchst ja auch nur 25 und 10 für die Raids, nicht mehr 40. Und ich glaube, das ist schon mal positiv, ja. Also wir haben jetzt einen aktuellen Kader, glaube ich, von, weiß nicht, 45, 50 sehr aktiven Leuten und noch einige Leute in der Hinterhand, die jetzt gerade Pause machen, die auf TBC warten oder wo es vielleicht auch Fragezeichen gibt, ob die nochmal wiederkommen. Eigentlich haben sie es gesagt, aber muss man abwarten. Und ich glaube schon, dass
in diesem großen Pool, und das ist jetzt kein super großer Pool, wenn ich mir ein paar von den frisch gegründeten Streamer-Gilden angucke, da sind 150 bis 200 einzigartige Accounts innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen. Da werden sich halt genug Leute finden, die das halt durchpushen in der ersten Woche und die dann halt schnellstmöglich Karasan rein wollen. Okay. Wie ist denn jetzt der normale Gang der Dinge als ganz normaler Spieler, der sich jetzt nicht mehr am BC erinnert, beziehungsweise das vielleicht jetzt auch zum ersten Mal spielt? Was ist denn der normale Gang der Dinge, bis es im Endeffekt irgendwann in die Raids geht? Wir gehen durchs dunkle Portal, wir questen die Gebiete durch, und wie geht's dann normalerweise weiter? Geht's dann erstmal in die normalen Dungeons, Attunements machen, dann heroische Dungeons, oder gibt es irgendwie andere Sachen, die man auf dem Weg beachten sollte? Es gibt schon eine Menge, das man beachten sollte. Und das fängt bereits damit an, dass man frühestmöglich anfangen sollte, tatsächlich die Dungeons zu machen. Hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Du brauchst einen respektvollen Ruf, um die Schlüssel für die heroischen Dungeons zu bekommen. Und die Mobs in den normalen Dungeons geben ihren Ruf nur bis wohlwollend. Wenn du dann schon alle Quests gemacht hast aus den Gebieten, dann hast du quasi nur noch einen einzigen normalen Dungeon. Das ist dann meistens der größere in der jeweiligen Region. Also zum Beispiel in der Höllenfeuerhalbinsel die zerschmetterten Hallen, den du dann immer und immer und immer wieder abfahren musst, um den restlichen Ruf von wohlwollend auf respektvoll zu bekommen. Das heißt, im besten Fall machst du Dungeons in dem jeweiligen Gebiet bis wohlwollend und dann fängst du an, in dem Gebiet zu questen. Dann kommst du schon respektvoll sehr, sehr nah. Und sobald du das abgeschlossen hast, wendest du dich dem nächsten Gebiet quasi zu. Und okay. Ja, das ist ein Teil, der auf jeden Fall beachtet werden sollte. Und die Attunements, die kann man tatsächlich schon in der Levelphase angehen. Also mit Stufe 66 kann man zum Beispiel das erste Mal in die Höhlen der Zeit gehen. Da kann man dann diese Tour einmal durch die Höhlen der Zeit machen, diese Questreihe, wo man dann einmal so einem NPC 10 Minuten hinterherläuft. Dann bekommt man die Quest für beziehungsweise dann wird man in den Dungeon geschickt, wo man Thrall retten muss. Hier bei Terrence Mühle die Gegend. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Vorgebirge der Hügellande oder sowas. Ja, ich weiß auch gerade. Vorgebirge des alten Hügellandes heißt der Dungeon, ja. Und über diesen Dungeon schaltest du dann die Erlaubnis frei, in den nächsten Dungeon der Schwarze Morast zu kommen. Das sind beides Dungeons aus den Höhlen der Zeit. Und diesen Dungeon der Schwarze Morast, den brauchst du dann für die Karasan-Questreihe. Also mit 66 kannst du quasi schon anfangen, die ersten Voraussetzungen zu erfüllen. Und mit 68 kannst du dann schon die Karasan-Vorquestreihe starten. Dafür musst du dann halt in Gebirge der Toten. Dingsbums, Gebirgspass der Totenwinde. Da machst du dann erstmal ein paar Quests und dann wirst du nach Shadrat geschickt, da musst du mehrere Instanzen besuchen und so weiter und so fort. Sprich, du kannst also schon relativ zeitig anfangen, diese ganzen Sachen anzugehen und dann im Prinzip, sobald du Karasan-Questreihe gemacht hast, kannst du schon anfangen, in den Dungeon dann mit 70 zu gehen. Ich glaube nicht, dass du da wahnsinnig viele Items irgendwie aus den Dungeons, aus den heroischen Dungeons brauchst als Voraussetzung. Also zumindest nicht mit dem durchschnittlich equippten Klassikspieler, der halt mit Akku 40 und Nax-G rumläuft. Du kriegst schon während den Quests, die du machst, und aus den normalen Dungeons kriegst du schon gute Items. Du kannst dir Sachen über Berufe herstellen, die sehr, sehr gut sind. Durch die Rufsachen hast du Zugriff dann auf die ganzen Items der Fraktionshändler, was auch noch das ein oder andere Upgrade mitbringt. Also ich glaube, man ist sehr, sehr schnell für Karasan bereit. Okay, das bedeutet, heroische Dungeon-Spam ist für euch zum Beispiel jetzt nicht so besonders wichtig. Das macht man dann im zweiten Schritt für Urneter zum Beispiel. Das ist ja ein teures Material, was es vor allen Dingen dann von den heroischen Endboss-Dungeons aus den Endbossen der heroischen Dungeons als Belohnung gibt. Da sicher, bei den normalen Dungeons kann man mit Glück so einen Urnäter abgreifen. Und diese Urnäter, das hat Blizzard jetzt auch bestätigt, die werden gebunden sein am Anfang und erst später handelbar, zu einer späteren Phase. Das heißt, man muss sich die Sachen auch selber erspielen. Man kann sie auch noch nicht für Abzeichen der Gerechtigkeit kaufen. Das ist eine Marke, die eingeführt wurde mit TBC. Da gibt es dann Händler für Abzeichen der Gerechtigkeit, wo man sich Items kaufen kann.
Da sind auch ein paar echt schöne Epics dabei für viele Spezialisierungen. Aber dieses Urneter, das kommt erst später in das Angebot dieser Händler. Das heißt, dafür alleine muss man schon viel in heroische Dungeons gehen. Und dann eben auch für die Abzeichen der Gerechtigkeit, da wird es eine Daily Quest auch geben, die einen immer mal wieder in Dungeon schickt. Das hat Blizzard auch schon angekündigt, dass es diese Daily Quests für die Dungeons jetzt schon zum Launch geben wird und nicht erst zum späteren Zeitpunkt, wie es damals der Fall war. Oh, es klingt doch, als hättet ihr viel zu tun. Die erste Zeit auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man nicht twingt, könnte TBC dann relativ schnell langweilig werden. Die einzige Ausnahme, man hat halt richtig Bock auf Arena. Wenn man richtig Bock auf Arena hat, dann kann man 24/7 Spaß mit TBC haben und das über einen sehr langen Zeitraum. Das glaube ich gerne. Ja. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die Blizzard zuletzt bestätigt hat in einem extra großen Forum-Post, weil es wird halt nicht ganz so sein wie in WoW Classic, dass man den letzten Patch als Stand hat und alles orientiert sich daran. Also das komplette Balancing, die Item, der Item-Status, die Talente und so weiter, sondern Patch 2.4.3 wird zwar als Stand benutzt, aber gerade so, was Items angeht, was Rezepte angeht, was Drops angeht, was Attunements angeht, was Balancing von den Raids angeht, das wird alles eher so progressiven Charakter haben, als ob wir einen Patch-Zyklus hätten. Und da ist natürlich immer die Frage, okay, wo macht Blizzard jetzt Ausnahmen, wo nicht, wo kriegen wir die Originalversion, wo die veränderte, was fällt vielleicht dann unter, das ist komplett neu, das gab es damals nicht. Wir hatten ja, glaube ich, mal im letzten Podcast über das gesprochen, was Blizzard für die Trommeln der Lederverarbeiter plant. Mhm. Und da gab es jetzt halt so ein paar Sachen, die einfach aufgefallen sind, beziehungsweise die bestätigt wurden von Blizzard. Nummer 1, für die Stufe 58 Charaktere, die geboostet wurden, gibt es neue Tutorial-Quests, die gab es damals nicht. Ja gut, es gab damals ja auch keinen Boost. Genau, die sorgen im Prinzip dafür, dass man so ein bisschen in das Spiel reinkommt und dass man dann relativ schnell Richtung Scherbenwelt geleitet wird. Quests sind nicht anspruchsvoll, man kriegt ein Überlebenspaket in die Hand gedrückt, das muss man öffnen, die Waffe, die da drin ist, anlegen, eine Fähigkeit beim Klassenlehrer lernen, Talentpunkt verteilen und dann noch eine Laufburschen-Quest absolvieren, bei dem man bei ein paar NPCs in der Hauptstadt vorbeischauen muss und dann geht es quasi schon los Richtung Scherbenwelt. Dann haben Spieler herausgefunden, dass das Dungeon Cap, wie von Blizzard versprochen, erhöht wird mit TBC Classic. Aktuell liegt es bei 30 Dungeons, die man am Tag mit einem Charakter besuchen kann. Laut den Tests von vereinzelten Spielern liegt das Dungeon Cap in TBC Classic bei mindestens 58. Wenn es überhaupt eins gibt. Wenn es überhaupt eins gibt. Man muss bedenken, dass man nur 5-mal ein Dungeon Reset pro Stunde durchführen kann. Das heißt, bei 58 hat der arme Mensch so mehr als 11 Stunden vor dem Dungeon-Portal gesessen. Und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und anstrengend. Und da haben die wenigsten Leute natürlich Bock drauf. Und bei 58 hat er dann irgendwann gesagt, okay. Ja, oder reicht. Zu anderen Dungeons gelaufen. Das geht doch dann auch, oder? Bitte? Man muss ja nicht zwangsweise den Dungeon resetten, oder? Man kann ja auch zu einem anderen Dungeon laufen. Um das Cap zu erreichen. Ja, genau, das kann man auch machen. Aber irgendwann stößt man dann halt sehr, sehr schnell an das Dungeon Cap und dann sitzt man halt vom Dungeon und wartet, also dann das stündliche Cap von 5 pro Stunde und dann muss man halt warten, bis die Stunde rum ist und man die nächsten Dungeons betreten kann. Dementsprechend, ja. Dann, was bestätigt wurde, es wird keine Hexerbeschwörung in die Instanzen geben und auch nicht in den Nethersturm. Das war damals so und das wird jetzt auch wieder so sein. Ein Grund wird sicherlich sein, um die Flugmounts von ihrer Wertigkeit her zu pushen, weil man eben für die Dungeons im Nethersturm, die fliegen ja alle, die Eingänge und die Dungeons und der Raid der Zugehörige. Das ist ja die Festung der Stürme, dieses ganze riesige Ding, was da in der Luft schwebt und da kommt man eben nur mit Flugmounts hin. Und Leute haben halt gehofft, sie können sich das Geld für das Flugmount sparen, um schnellstmöglich in die Dungeons reinzugehen, weil auch da Dungeons relevant sind für die Attunements oder dass man Twinks eben sehr einfach da hochbekommt, vielleicht irgendwas zu farmen oder so. Aber das funktioniert nicht. Beschwören. War früher wirklich so, dass man nicht in den Dungeon sich porten konnte? Erst ja, das wurde erst irgendwann später erlaubt. Ja, und der Nethersturm ist halt komplett tabu. Also das kann man knicken.
Und was auch ganz spannend ist, es wird keine Ingenieursbrillen, keine epischen zu Beginn geben. Die kommen erst mit Phase 2. Was Ingenieurswesen als Beruf in der ersten Phase relativ schwach macht. Was ist die Begründung dafür? Sind die Ingi-Brillen zu stark gewesen im Vergleich zum restlichen Gear? Die kamen damals schon erst mit einem 2.1 oder so. Ah, okay, ja, gut. Auf jeden Fall nicht zum Launch. Und die sind in ihrer ersten epischen Variante schon sehr, sehr stark. Also es wäre für die Ingenieure richtig gut gewesen, wenn sie die Dinger hätten tragen dürfen. Und auch fürs PvP sind die Bären stark, weil die halt diese Verstohlenheitsentdeckung auch noch haben. Und ja, jetzt, die liegen schon so von der Qualität her auf einem ähnlichen Niveau wie die Sachen aus dem Tier 5 Raids. Und jetzt passt das halbwegs. Manche Leute werden dann vielleicht traurig sein, weil sich die Brillen jetzt für sie überhaupt gar nicht mehr lohnen, weil das Tier 5 Teil dann, oder das Item aus den Tier 5 Raids vielleicht doch noch ein Tick besser ist. Aber ja, das damit muss man dann halt leben. Und was sie gesagt haben, Blizzard, die Schmiedestreitkolben, die vor allen Dingen für Furorkrieger und Verstärker interessant sind, weil Best in Slot, konnte man ganz am Ende von TBC, konnte man sie in beide Hände packen. Und sie waren noch nicht einzigartig, das heißt, man konnte auch wirklich zwei von denen tragen. Und diese Einhandstreitkolben hatten einen richtig schönen Tempo-Proc. Wenn beide Waffen procken, geht's ab. Und die Spieler haben natürlich gehofft, dass sie das jetzt von Anfang an genießen dürfen. Aber das wird nicht der Fall sein. Die Waffen sind zu Beginn nur Mainhand. Das heißt, man muss sich für die Offhand eine andere Waffe besorgen. Gute Nachricht, man spart eine Menge Gold am Anfang, weil die Herstellung dieser Waffen sehr, sehr teuer ist. Ja, das glaube ich. Oh, und noch ein letzter Punkt. Viele Spieler haben befürchtet, dass man das Min-Maxing mit den Berufen Verzauberkunst und Juwelierskunst auf die Spitze treiben kann. Denn es war möglich, Verzauberkunst hochzuleveln, die neuen Ringe, die man bekommen hat, mit den exklusiven Ringverzauberungen zu verbessern, dann Verzauberkunst wieder zu verlernen, dann einen anderen Beruf wieder hochzuleveln, der einem dann zum Beispiel Lederverarbeitung, die Trommeln gewährt. Und trotzdem weiterhin auf diese Ringverzauberung Zugriff zu haben, solange man die Ringe anbehält. Und Ähnliches vermutete man, könnte man auch mit den besseren Juwelierskunstjuwelen machen, die exklusiv nur den Juwelieren zur Verfügung stehen. Und Blizzard hat jetzt ganz klar gesagt, das wird es auf gar keinen Fall geben. Es wird für beide exklusiven Vorteile wird es eine Fertigkeitenvoraussetzung des jeweiligen Berufes geben. Das heißt, diese Sachen wirken nur, wenn man den Beruf auf mindestens Fertigkeit X hat. Okay, gut, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dieses Hin und Her Skillen, das wird's. Man sieht auch jetzt bei den ganzen... Da hat ja auch keiner Spaß dran. Ja, also man sieht das auch. Also es gab eine Menge Leute, die Bock aufs Min-Maxing haben, die Speedruns aktuell laufen und die auf Logs gucken und so weiter. Und die waren vorbereitet. Die hätten es gemacht. Sind jetzt aber froh, dass sie es nicht machen müssen. Ja, glaube ich. Ja, das ist ja sowas Typisches. Ich meine, da ist ja kein spielerischer Spaß oder in irgendeiner Art und Weise dabei. Das ist ja nur nervig. Das macht man dann, wenn man irgendwie auf die maximale Power kommen will. Ja, aber ja, Spaß hat er ja keiner dran. Aber wenn du schon angesprochen hast, Gold und so weiter, es gibt ja so ein paar Sachen, die in Classic nicht so besonders gut gelaufen sind. Stichwort Bots, die auch für The Burning Crusade ja vermutet wurden, gerade in Bezug auf Boosts und dergleichen, hatten wir schon drüber gesprochen. Gibt es da einen neuen Stand zu vermelden? Also kann man da Entwarnung geben oder weiß man mittlerweile, um Gottes Willen, es wird auf jeden Fall so düster, wie es manche ausmalen? Entwarnung kann man auf gar keinen Fall geben. Das ist eine große Baustelle, die Blizzard eigentlich angehen müsste, bei der ich aber vermute, dass Blizzard sie nicht angehen wird, weil sie bei einem Interview tatsächlich mal gesagt haben, sie würden jetzt schon in WoW Classic ihr Bestes geben, um gegen die Bots zu kämpfen. Und das Beste ist Lacher. Das ist nicht unbedingt viel, ja. Und es gibt jetzt tatsächlich schon Berichte aus der Beta, dass man immer mal wieder auf Bots gestoßen ist. Ja, die Bots müssen auch ihre Routinen überprüfen auf dem Beta-Server, ob die funktionieren. Ja. Genau, das wird anscheinend schon gemacht. Allein der Boost,
wird immer wieder dafür sorgen, dass Bots problemlos in die Schermwelt nachschwemmen können. Und bisher hat Blizzard auch nichts angekündigt oder irgendwelche Maßnahmen in diese Richtung. Ja, das ist halt auch Bots sind ein schwieriges Thema, sowohl in Classic als auch in Retail, als auch in jedem anderen MMO. Das ist, die Entwickler haben da die ein oder andere Maßnahme, die man ergreifen kann, aber die trifft dann auch oftmals die falschen. Es ist, es gibt keine Patentlösung, dass man sagen könnte, Blizzard, warum macht ihr das nicht? Das und jenes funktioniert in jedem Fall. Zumindest glaube ich es nicht, dass es da eine Patentlösung gibt. Und in TBC Classic wird sich die Situation halt im Vergleich zu WoW Classic verschärfen, weil die Scherbenwelt halt deutlich kleiner ist als die östlichen Königreiche und Kalimdor. Gleichzeitig hast du halt einfach ein paar Spots, die richtig, richtig wichtig sind fürs Open World Farm. Du hast gleichzeitig aber auch Möglichkeiten in den Dungeons recht einfach durch Stealth Runs zu bestimmten Erzvorkommen oder Kräutern Gold zu machen. Und das öffnet natürlich, oder selbst wenn du deinen Bot irgendwo hinstellst und ihn angeln schickst, wenn du da halt diese Wasserpartikel rausbekommst von dem Urwasser, auch damit kannst du halt einen Haufen Kohle machen, wenn du da 24/7 stehst. Mhm. Und da gibt's halt einfach so viele Möglichkeiten für Bots und da ist halt wenig Ausweichmöglichkeiten gibt, sind davon halt direkt dann alle betroffen, die in der Open World farmen wollen. Mal ganz davon abgesehen, dass sich das natürlich auch auf Preise und sowas auswirken wird, auf das Angebot, Nachfrage und so weiter. Mhm. Ja, muss man abwarten. Ja, wir sind gespannt, ob Blizzard da noch was macht. Hat Blizzard sich nochmal zum Thema Layering geäußert, gerade was den Start von BC angeht? Man konnte nur sehen, dass Layering schon in der Beta aktiv war. Und das, obwohl da gar nicht so viele Nasen in der, gerade so zu Beginn, wurden ja relativ wenig Spieler eingeladen. Da war auch überschaubar viel los in der offenen Welt. Aber trotzdem wurden die Nasen, die da waren, dann halt auch schon auf mehrere Layer verteilt. Also wir können davon ausgehen, das kommt mit TBC Classic auf jeden Fall. Ich hoffe immer noch, dass jetzt bei den Stresstests und das beim Pre-Patch so viel auf den Servern los ist, dass Blizzard sich denkt, das können wir so nicht machen. Die Leute haben tatsächlich mehr Bock auf TBC Classic, als wir das mal wieder vermutet haben. Wir brauchen frische TBC-Server, um die Community zu entzerren. Weil ansonsten wird das heftig und wir werden sehr, sehr lange Layering haben. Okay, das hast du ja auch schon angesprochen, dass mehr Server gebraucht werden, aber da gibt es dann, dem entnehme ich jetzt deine Aussage auch, nichts Neues seitens Blizzard, dass sie da irgendwas angeht. Nein, die werden das aussitzen, bis sie irgendwann das Gefühl haben, okay, wir müssen das tatsächlich jetzt gezwungenermaßen machen, weil unsere aktuellen Server vorne und hinten nicht ausreichen. Und das wird halt jetzt, also man konnte schon sehen jetzt, der Start der Beta hat WoW Classic gut getan. Ne, die Leute haben das Gefühl, okay, TBC Classic ist jetzt nicht mehr so weit weg. Es lohnt sich jetzt quasi schon was zu machen und auch, weil Blizzard natürlich gesagt hat, der ganze Fortschritt, den könnt ihr mitnehmen. Es wird keinen Cut geben, keinen Vibe von irgendwas. Ihr könnt euer ganzes Gold mitnehmen, alle Charaktere und so weiter. Und das sieht man jetzt. Also Magier verdienen sich in den Dungeons, gerade was Level-Boosting angeht, dumm und dämlich. Also selbst sowas wie Burg Schattenfang, da kannst du dir tausende Gold verdienen. Obwohl das nicht schwierig ist zu boosten und obwohl du da vielleicht nur ein paar Gold von den vier Nasen nimmst, die du da mit reinnimmst. Aber allein, wenn du da halt dann wirklich am Ball bist und jeden Tag so ein bisschen, hast du so viel Kohle am Ende und die Preise steigen halt, wenn du nach Maraudon gehst, die Preise steigen noch mehr, wenn du dich in Sul'Gurub boosten lässt von 50 auf 60. Die Leute machen ein Schweinegeld und trotzdem, obwohl viele diese Boosts nutzen und auch die Preise zahlen, hast du halt super viel Verkehr in den ganzen Questzonen. Also es wird jeden Tag, wird nach Gruppen für Jintalor gesucht, wird nach Gruppen für HDW gesucht, für Ragefire Abgrund, für die ganzen mittleren Level-Instanzen. Du hast ständig Leute, die irgendwie, denen du beim Questen begegnest und die fragen, hey, sollen wir mal kurz eine Gruppe machen oder sowas. Das ist echt, echt eigentlich cool. Die los. Okay. Also, es hat wieder angezogen. Die Leute bereiten sich vor.
Und das sieht man auch das sieht man sogar an den Stufe 60 Zahlen. Ja, bei Ironforge Pro kann man ja immer schön sehen, okay, wie viele Leute haben sich in der letzten Woche in Warcraft Logs eingeloggt, beziehungsweise haben da einen Log hochgeladen, welche Charaktere wurden da genannt, und dann sieht man da tatsächlich dann halt sehr zuverlässig, wie aktiv im Endgame geradet wurde, mit wie vielen Charakteren. Und da konnte man im Vergleich jetzt April und März konnte man sehen, dass die Zahlen sehr, sehr stabil sind. Was erstaunlich ist für eine finale Phase von einer Erweiterung. Und dass teilweise die Zahlen sogar deutlich zugelegt haben auf vereinzelten Servern. Und auf ein paar Servern sind sie leicht runtergegangen. Aber wenn man das dann halt im Mittel nimmt, war es wahrscheinlich eher sogar noch ein Spielerzuwachs über diesen Monat. Okay, das bedeutet wahrscheinlich auch, dass einige Spieler, die schon aufgehört hatten mit Klassik, nachdem sie Naxxramas fertig hatten, jetzt dann so langsam aber sicher wieder zurückkommen, um vielleicht schon mal Anschluss zu finden oder wieder Anschluss herzustellen, um dann bei BC ordentlich durchstarten zu können. Genau, vielleicht auch schon, um schon mal einen Charakter zu leveln, damit man den, klar, mit TBC Classic beziehungsweise mit dem Pre-Patch wird diese Levelphase verschnellert, also man braucht weniger XP und die Quests geben mehr. Man könnte also theoretisch zu diesem Zeitpunkt warten, aber das wird natürlich dann für alle interessant, die einen Draenei oder einen Blutelfen hochspielen wollen. Sprich, wer jetzt was anderes hochspielen möchte, der fängt am besten auch jetzt schon frühzeitig an, damit er sich dann mit dem Pre-Patch eben darauf vielleicht konzentrieren kann. Und so habe ich es auch gemacht. Also ja, ich habe jetzt. Man will ja vielleicht auch nicht, wenn dann alle anderen irgendwie nach BC gehen, immer noch im Levelprozess hängen. Ja, genau. Aber gut, der Pre-Patch, der ist ja vor dem Scherben-Gedöns. Ja, und aber je nachdem, wie lange der geht, hat man dann wahrscheinlich auch ausreichend Zeit, um Stufe 60 zu erreichen. Ja, ich weiß nicht, die breite wir dürfen ja nie vergessen, dass die breite Masse an Spielern ja wahrscheinlich nicht irgendwie jeden Tag 4-5 Stunden am Spielen ist. Boah, das mache ich auch nicht. ja, genau. Aber ich habe das tatsächlich. Ist da in der Mittagspause mal schnell irgendwie ein Tribute-Run oder so. Ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen mehr gelevelt als in den ganzen Monaten davor, seitdem mein zweiter Char Level 60 war. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich meinen Alchi-Twink auf 60 gebracht, weil der braucht für die Alchi-Spezialisierung E68 und habe ihn schon ein bisschen was ausgerüstet. Und ich bringe jetzt gerade meinen Priester auf 60, der ist gerade 53, das heißt, es ist auch nicht mehr so weit weg. Und der hat auch schon seine Berufe Schneiderkunst und Verzauberkunst fast gemaxt. Das heißt, der ist auch schon bald ready. Und ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, weil jetzt doch eine ganze Menge Leute aus unserem Raid-Bereich sagen, sie würden gerne Hexer spielen, vielleicht dann doch auf den Priester zu schwenken. Da sind deutlich weniger Leute, die da Bock drauf haben. Der Schattenpriester. Weniger Konkurrenz beim Loot. Ist schon weniger, ist schon sehr, sehr spaßig in TBC, und auch das Heilen macht als Priester mit Prayer of Mending und Heilige Nova, sondern dieser andere, ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ein neuer Spell, den man bekommt und den man dann spätestens im Tier 6 konnte, mit ausreichend Gear einfach nur spammen kann, um alle irgendwie oben zu halten. Das ist, glaube ich, schon ziemlich geil. Außerdem sehen die Sets vom Priester sehr, sehr nice aus. Ja, da bin ich gerade so innerlich mit mir am Kämpfen, welcher Char dann tatsächlich mein Raid-Main wird. Why not both? Ja. Da sind wir dann wieder am Anfang, wird es ein bisschen aufwendig, erstmal alles zu kriegen, aber dann klar, mittelfristig kann man sicherlich noch einen zweiten und einen dritten Char dann in Karazhan und. Ja. Ja, gut, da hast du uns ja jetzt einen ordentlichen Überblick gegeben über das, was bisher da so geschehen ist und was da auf uns zukommt. Du wirst natürlich auch weiter dich mit BC Classic beschäftigen, mit WoW Classic, wirst da weiter ein Auge drauf haben, in der Beta ordentlich unterwegs sein, und vielleicht kriegen wir jetzt dann auch demnächst endlich mal die Ankündigung, wann der Pre-Patch kommt und wann es losgeht. Nach der Ankündigung wird es eine News auf Buff geben, versteht sich. Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Ansonsten natürlich auch all das, was Carsten uns eben erzählt hat, könnt ihr auf buff.de natürlich nachlesen. Carsten versorgt uns da fast täglich mit irgendwelchen kleineren und größeren Artikeln über den Stand der Beta und über den Stand von WoW Classic. Ja, dann danke ich dir für deinen Einblick, und wir hören uns bestimmt in den kommenden Wochen noch das ein oder andere Mal wieder, wenn zum Beispiel die Ankündigung für den Pre-Patch kommt oder wenn der Pre-Patch sogar da ist und
wir ein Auge darauf werfen können, ob Blizzard tatsächlich alle Versprechen einhält oder ob sich noch irgendwas dramatisch zu dem geändert hat, was der aktuelle Stand ist. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, dann verabschieden wir uns für heute von euch.